Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wurde schon mehrfach wieder angeschrieben, ja, nicht auch angerufen teilweise, mit der Frage, wann machst du mal wieder ein Video? Also vielen Dank an alle, die sich über meine Videos freuen, denen ich dabei oder dadurch helfen kann. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht vorweg noch was, dass ich es nicht vergesse. Ich habe es mir zwar hier mal einiges notiert, damit ich es nicht vergesse und damit ja, ich ein bisschen nach einem Plan vorgehe. Ich quatsche normalerweise immer drauf los. Ich meine, ich muss hier jetzt auch nichts aufschreiben, überlegen. Das ist ja mein tägliches Business. Von dem her habe ich kein Konzept oder nie ein Konzept, außer einen Titel und dann rede ich drauf los. Ich habe jetzt nur heute Nachmittag frei und habe mir einiges aufgeschrieben, noch so ein paar Dialoge, die ich die ganze Zeit auch höre und vielleicht lese ich es auch teilweise ab, damit ich, ja, damit es vielleicht nicht zu weit ausufert, nenne ich es mal, und dass ich das, was ich vorhin auch aufgeschrieben habe, einfach auch nicht vergesse. Jetzt vorweg noch die Ansage, nenne ich es mal, ich werde ganz oft angeschrieben, möchte einen Termin, bitte hilf mir und so weiter. Ich antworte immer auf solche Mails. Ich finde es nur da ein bisschen schade, oder manchmal finde ich es auch richtig blöd, wenn diese Mails zurückkommen mit Empfänger nicht erreichbar. Das heißt, wenn du mich angeschrieben hast und hast keine Antwort bekommen, das gibt es nicht. Ich beantworte alle Mails. Also es sei denn, und dafür, also jeder, der mir eine Mail schreibt, nochmal zur Info, kriegt automatisch sofort von unserem System eine automatische Antwort mit einem Link zur Hilfe. Wenn du den anklickst, dann siehst du anhand von drei Videos, wie wir dir helfen können. So, das heißt, du kriegst automatisch eine automatische Antwort und wenn du den Hilfe-Link anklickst, dann weißt du auch, kriegst du Antworten auf sämtliche deiner YouTube-Fragen, die du jemals stellen könntest, also zu YouTube-Videos, auch was du machen kannst, dass wir nicht nur dir beratend oder therapeutisch zur Seite stehen, sondern auch mit Videokursen und so weiter. Also du kriegst dadurch automatisch eine Antwort und auch mitgeteilt, dass ich auf normale Mails gar nicht mehr eingehen kann. Das sind jetzt nicht unbedingt Hunderte am Tag, aber schon sehr, sehr viel. Manchmal sind es auch 100 und ich habe gar keine Zeit. Ich habe den ganzen Tag mit Menschen zu tun. Da ich aber gerne antworte, habe ich die automatische Antwort kreiert. Und wenn dann jemand, ich schaue mir zwar immer alles an, wie wenn ich dazu komme, meistens nachts. Und dann, wenn ich dann sehe, dass jemand einen wahnsinns langen Text schreibt und das ohne Formation, also das nicht formatiert ist, so ein Fließtext, wo keine Absätze, das lösche ich dann sofort. Das kann ich habe die Zeit nicht, es ist schwer zu lesen, ich müsste das formatieren. Und deswegen hast du ja dann auch eine Nachricht bekommen, dass ich das nicht lesen kann und dass ich darauf nicht antworten kann. Nichtsdestotrotz sind immer wieder Leute überrascht, dass sie trotzdem eine Antwort kriegen. Klar, ich überfliege das und denke, ja komm, kurz doch noch. Und schon sind wieder 2-3 Stunden am Tag rum, die ich mir eigentlich ersparen wollte, nachdem ich eh schon manchmal einen 12-Stunden-Tag oder länger habe. Jetzt, wenn du jemals mich anschreibst und einen Termin möchtest und dann auch gelesen hast, schreibe in den Header Terminanfrage. Ich lese zwar immer alles, aber dann weiß ich gezielt, da geht es um einen Termin. Du kriegst immer eine Antwort. Solltest du bisher keine bekommen haben, dann solltest du mal deine E-Mail-Adresse überprüfen, denn in deinem E-Mail-Programm kannst du die Antwortadresse eintragen. Und wenn die falsch ist, dann läuft es ins Leere. Denn ganz oft kommt es zurück, Empfänger nicht erreichbar. Und dann versuche ich zu überlegen, wie könnte das jetzt heißen, wie könnte das vielleicht falsch geschrieben haben, ist es kein Bindestrich, eher ein Underline oder. Ja, probier 3-4 E-Mail-Adressen aus, weil ich schade finde, wenn jemand keine Antwort kriegt und dann kommst du trotzdem zurück. Also bitte, wenn du jemals keine Antwort bekommen hast, dann liegt es an dir, an deiner E-Mail-Adresse, dass es im Spam-Ordner gelandet ist bei dir, ja, oder untergegen, weil ich antworte immer. Und ich finde es dann einfach immer schade. Ich denke immer, derjenige denkt dann auch sicher, da hat es nicht nötig, sich zu melden oder meldet sich nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich melde mich immer. Und ich schaue auch immer im Spam-Ordner nach. Also wenn bei uns gar nichts ankommt, dann kann ich mich nicht melden. Aber ich schaue auch im Spam-Ordner nach. Also du kriegst immer eine Nachricht. Es werden auch alle Mails von meinen Mitarbeitern gesichtet. Und die werden mir auch alle, wenn sie relevant sind, vorgelegt. Und die halt wirklich einen ewig langen Text haben, die können wir nicht bearbeiten. Aber das kriegst du ja automatisch mit. Also nur soweit für den Fall, ich könnte jetzt Namen nennen, aber das wäre jetzt würde gegen die, wir nennen das Datenschutz widersprechen oder wäre nicht konform auf jeden Fall. Also, versuch's nochmal, wenn du mir eine Mail geschrieben hast, und dann achte bitte auf deine Antwortadresse. Denn ich klicke immer auf Antworten und wenn du dann deine Adresse im E-Mail-Programm falsch angegeben hast, dann läuft es ins Leere. Oder vielleicht gibt es auch manchmal, dass das Postfach voll ist. Gibt es bei manchen, wie sagt man, kostenfreien Programmen kann es sein, wahrscheinlich, dass es das gibt. So, der heutige Titel ist, aufgrund der vielen Fragen, die ich immer bekomme,
oder gerade zur Zeit. Michael, wie hältst du es mit der Maskenpflicht oder sag mal was zu Verschwörungstheoretikern? Weil viele sagen, das ist unglaublich, wie viele Dummköpfe da draußen rumlaufen, höre ich von Leuten, wie unbewusst die Menschen sind. Und wenn du irgendjemandem was sagst, was nicht dem Mainstream entspricht, der Politik und diesem Gesundheitswesen, dann wirst du als Verschwörungstheoretiker verschrien. Mach doch mal was dazu und sag, habe ich doch erst auf meinem Facebook-Kanal was geschrieben, einen kurzen Artikel ist es nicht, ein paar Sätze dazu. Aber ich mache es jetzt halt auch mal auf YouTube. Oder natürlich wird das Video auch auf Facebook publiziert. Jetzt gehe ich der Reihenfolge nach durch, wie ich mir es aufgeschrieben habe. Was bedeutet es, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch, der zu dir sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, das ist der eigentliche, der tatsächliche Verschwörungstheoretiker. Ist doch eigentlich logisch, oder? Denn wenn jetzt jemand ein Verschwörungstheoretiker ist, was immer man darunter versteht, also ich muss zugeben, wahrscheinlich habe ich das früher auch gesagt oder gedacht, wobei früher ist bestimmt schon 20 Jahre her, war ich noch so unbewusst und doof, zu glauben, dass es sowas gibt. Wenn Menschen jetzt irgendwas, also ich versuche jetzt mit dir zusammen, oder ich mache es, aber du kannst es ja mitmachen, zu analysieren, was passiert da? Also ich verstehe das, ist für mich völlig klar, ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich habe damit kein Problem. Wenn zu mir jemand sagt, habe ich neulich gehabt, jetzt merke ich aber schon, ich war vom Skript ab, trotzdem mache es trotzdem. Wenn jetzt jemand, neulich hat zu mir jemand gesagt, ja ist egal, war letzte Woche, ich habe auch sowas gesagt, also meine Meinung geäußert. Und dann hat jemand gesagt, ja, das ist aber schon, sind aber schon Verschwörungstheorien. Dann sage ich, ja, formulierst du richtig. Wenn du das so bezeichnest, darfst du gerne zu mir sagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, der wurde dann sehr vorsichtig, gesagt, so weit möchte ich nicht gehen. Sag ich, dann sagst du trotzdem, wenn du sagst, das sind Verschwörungstheorien, das geht in die Richtung der Verschwörungstheorie, du musst doch jetzt nicht so blöd rumlabern, sag doch einfach, Michael, oder frag mich. Michael, bist du ein Verschwörungstheoretiker? Du kannst das doch sagen. Ich habe da kein Problem damit. Es ist in Ordnung, sowas zu sagen. Nur wenn du mir was jetzt um die Ohren haust, habe ich das Privileg, ich nenne es Privileg, die Aufgabe bei mir zu prüfen, wie fühlt es sich an. Würde ich mich bei dem, bei dem Wort oder der Aussage, Michael, du bist ein Verschwörungstheoretiker, angegriffen fühlen? Ja, dann wäre ich es ja offensichtlich. Weil getroffene Hunde bellen. Dann müsste ich mir klar machen, wow, ich fühle mich jetzt hier nicht gut, gekränkt, voller Angst, wie auch immer, ich gehe da gleich drauf ein. Und dann hättest du ja wohl recht. Ich hätte auf jeden Fall ein Problem. Und ich würde es aber dann nicht auf dich projizieren und sagen, was fällt dir ein, sondern wow, danke für die Aussage, weil offensichtlich ist da auf jeden Fall was für mich dabei, was ich lernen kann. Weil wenn es bei mir was auslöst, ist es mein Problem, nicht deins. Du darfst alles zu mir sagen. Wenn es bei mir was auslöst, ist es mein Problem. Jetzt kommen wir zu den Leuten, die zu anderen Verschwörungstheoretiker sagen, die haben ein Problem, das sind Feiglinge, die Angst haben. Habe ich zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, du darfst das gerne sagen. Also, und dann war er ein bisschen unsicher, ich sagte, jetzt sag's doch bitte. Bitte sei so lieb, tu mir eingefallen, ich habe wirklich kein Problem damit. Und wenn nicht, dann mache ich es zum Problem und nicht wie die Feiglinge zum Kontrablem und gehe dagegen, ich gehe proaktiv damit um. Es ist ja auch ein Problem und kein Kontrablem. Also sag bitte jetzt zu mir, Michael, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Was machst du jetzt, bitte? Sonst stiehlst du mir die Show, ich würde dir gerne was zeigen. Sagt er, also gut. Dann sagt er, Michael, also nach dem, was ich da so höre, hat echt lange rumgedruckst, bist du ein Verschwörungstheoretiker. Sag ich, danke, dass du mir das sagst. Ich finde es total ehrlich, sehr sympathisch, dass du über dein Problem sprichst. Also sprich gern weiter über dein Problem. Sag ich zu ihm, sagt er, was? Sag ich, ja, findest du toll? Sprich weiter über dein Problem. Dann guckt er so und sagt, sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Sag ich, ach, das verstehst du noch nicht mal? Wow, toll, dann helfe ich dir. Du hast gerade zu mir gesagt, ich bin Verschwörungstheoretiker. Und ich sage zu dir, sprich weiter über dein Problem. Ich finde es toll, ich finde es mutig, ich finde es sehr ehrlich, dass du so ehrlich über deine Probleme sprichst. Und sagt, das verstehe ich nicht. Sag ich, ja, das ist doch dein Problem. Wie kommst du darauf, zu mir zu sagen, und jetzt kommen wir nicht, dass ich gesagt habe, du sollst es sagen, du hast es doch gedacht, ist doch okay. Dann habe ich es halt aufgeklärt und gesagt, wenn jemand zu dir sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, habe ich zu ihm gesagt, dann sag einfach, sprich gern weiter über dein Problem, weil das ist das Problem des Menschen, der das sagt. Und wenn du darauf reinfällst, dann bist du halt selbst schuld. Warum? Das ist ganz einfache Psychologie. Niemand benutzt ein Wort, mit dem er nicht ein Thema hat, ob es immer ein Problem ist, und in dem Fall ist es ein Problem, klar, sondern das ist einfach normal.
Das heißt, was ist denn ein Verschwörungstheoretiker? Habe ich Ihnen gesagt. Habe ich gesagt, pass auf, ein Verschwörungstheoretiker ist halt jemand, der dem Mainstream nicht auf den Leim geht, nenne ich es mal, oder der anders denkt. Ist ja nicht immer alles falsch. Sondern es ist jemand, der sagt, okay, alle sagen XY. Und ich habe herausgefunden, es gibt aber auch noch XY, habe ich schon gesagt, Z oder F oder A oder B. Der Mainstream wird, wenn, also das gibt es und das darf es ja geben, also ein normal intelligenter Mensch ist nicht sehr intelligent, sich so zu verhalten, aber ein intelligenter Mensch würde sagen, okay, du hast eine andere Theorie, erzähl doch mal. Dann redet man darüber und dann stellt man fest, okay, klingt ein bisschen abgespaced, also meine Theorie ist es nicht. Ist einfach eine Theorie. Und hinter jeder Theorie steckt nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel Wahrheit. Sonst würde man gar nicht auf die Idee kommen. Ich mache gleich ein Beispiel. Also ich habe das jetzt von jemandem gehört, deswegen mache ich das Beispiel auch. Ich wüsste mir jetzt gerade gar nicht, was Verschwörungstheorien sein sollen. Also wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist es eine andere Meinung. Und der, der die andere Meinung hat, hat die. Also wenn jetzt jemand sagt, ich finde... Und das hatte ich jetzt neulich, ne, ich habe neulich mal jemanden gefragt, was sind denn Verschwörungstheorien überhaupt? Da habe ich gesagt, naja, ich helfe dir mal, was ich ganz oft höre. Wenn jetzt also jemand sagt, also Michael, ich glaube, es gibt hier Außerirdische. Und ich werde immer, wenn ich sage, wir werden von Außerirdischen, wie nennt man das dann, infiltriert oder wurden infiltriert und die Außerirdischen treiben ihr Wesen hier gerade. Dann sage ich, ja, das, was Frau Merkel und der Herr Spahn macht, das ist auch gerade sehr außerirdisch. Das ist ja nicht normal, das ist außerirdisch. Dann kann man zwar ein bisschen drüber lachen, oder man kann sagen, Moment mal, was ist denn überhaupt außerirdisch? Und jetzt, also ich gehe jetzt nochmal einen Step zurück. Normalerweise würde man sagen, das sind Menschen, die haben Verschwörungstheorien. Weil die sagen, das gibt hier Außerirdische, oder es wurde von Außerirdischen inszeniert. Ich meine, das habe ich alles auch schon gehört. Ich würde mir aber nicht anmaßen, das zu widerlegen. Als es mal leute zu jemand zu mir gesagt hat, ich sagte, ja, und? Wir sind hier alle außerirdisch. Hast du einen Dachschaden? Hast du das nicht kapiert? Ist ja übel. Wir sind spirituelle Wesen, also Seelen, die hier versuchen, Mensch zu sein. Und wir kommen doch nicht von dem Planeten Erde. Alle, die wir hier als Seelen inkarniert sind, sind Außerirdische. Wo ist da bitte das Problem? Klar meinen die Leute das anders. Ich glaube, so ein Außerirdischer, wenn es den hier gäbe. Und warum nicht? Warum nicht? Ich würde nicht widersprechen, weil ich gar nicht die Fähigkeit dazu besitze, zu widersprechen. Ich habe keine Referenzerfahrung. Ich kenne keine Außerirdischen. Und E.T. war kein Außerirdischer, falls du das jetzt meinst. Es war eine Computeranimation. Also keiner kann sagen, was war es jetzt die Idee? Ja, es gibt keine Außerirdischen. Du hast überhaupt keine Ahnung, was Außerirdische sind, würde ich dann zu jemandem sagen. Das ist keine Referenzerfahrung. Zudem glaubst du allen Ernstes, Außerirdische würden sich zeigen bei den dummen Menschen. Die sind doch so doof und blicken es nicht. Die kriegen gleich Panik, würde ich dann sagen. Und Außerirdische wird sich schleunigst vom Acker machen. Der wird sagen, das sind ja wirklich Dummköpfe hier auf diesem Planeten. Die glauben an irgend so ein Theater gerade, gucken nicht nach. Also das würde wahrscheinlich ein Außerirdischer sagen. Die sind ja so unterbelichtet hier alle. Und sagen, naja, du höre ich wahrscheinlich auch dazu. Also, ja doch, klar. Das erkläre ich nachher genauer, warum ich das sage. Nee, ich sag's gleich. Was habe ich gesagt? Unterbelichtet. Ja, ich sage das ganz oft. Viele Menschen sind unterbelichtet. Das hat einen Grund. Unterbelichtet heißt für mich, da ist es ziemlich dunkel im Kopf. Man kann sein Gehirn nicht richtig benutzen, was normal ist, deswegen ist es menschlich. Aufgrund von Angst macht deine Neurobiologie zu, dein Gehirn ist verkrampft, du kannst nicht mehr mit dem präfrontalen Kortex, mit dem Verstand denken, wenn das Reptilien hier abschaltet. Und dann ist es halt ziemlich dunkel im Kopf. Und wenn du das, und das hat damit zu tun, derjenige, der sich jetzt aufregt, der hat wohl das Problem, dann bring ein bisschen mehr Licht in deinen Kopf. Beleuchte die Dinge, sag nicht einfach, das ist falsch und das ist richtig oder das ist Mainstream und das ist Verschwörungstheorie, sondern bring mal ein bisschen Licht in deinen Kopf. Bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel, beleuchte die Sachen mal von mehreren Seiten, sonst bist du unterbelichtet. Denn das Thema ist dann unterbelichtet. Wenn jemand sagt, dieser Virus ist ein Killer-Virus, okay, warum nicht? Das ist die erste Meinung von jemandem, der es gut meint. Ich sage ja immer, es gibt hinter allem eine positive Absicht, auch wenn man die langsam wirklich die Aussage schwerfällt bei manchen Sachen, die noch zu sehen ist, bin ich trotzdem davon überzeugt, es gibt hinter allem eine positive Absicht und ich bin auch überzeugt, dass alles richtig ist, was hier läuft. Da komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Also, wenn jetzt so jemand sagt, es gibt ein Killer-Virus, okay, und dann gibt es andere, die sagen, das glaube ich jetzt nicht.
Wenn du das dann sagst, dann heißt du, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Naja, das sind Menschen, die eine wahnsinnige Angst haben, weil sie zu feige sind, sich selbst zu begegnen. Denn es richtig zu beleuchten, diese Meinung zu beleuchten, weil die wurde nicht umsonst getroffen, da ist eine positive Absicht dahinter, vielleicht die Menschheit zu retten vor einem Killer-Virus, ganz klar. Das war die, meiner Meinung nach, die Grundintention. Andere sagen, nee, das ist Kriegspropaganda und so weiter. Es gibt so viele Theorien. Alle haben ihre Berechtigung. Ich würde nie sagen, dass die Regierung Verschwörungstheoretiker sind oder andere. Nein, das ist für mich per se schon ziemlich dumm, sowas zu sagen. Deswegen so zu den Dummen möchte ich jetzt nicht gehören. Denn es würde ja bedeuten, ich hätte Ahnung. Es würde bedeuten, ich weiß, was richtig ist und alles andere sind Verschwörungstheorien. Das ist unlogisch, unsinnig und dumm. Also ich möchte nicht zu den Dummen gehören, die zu anderen sagen, sind Verschwörungstheoretiker, weil, naja, das ist wohl ziemlich dumm dir im Kopf. Dann würde ich das beleuchten, sagen, okay, diese Theorie, was habe ich vorhin gesagt, außerirdische, klingt für mich etwas abgespaced, ich kann sie nicht nachvollziehen, aber es ist eine Theorie. So, fertig, es ist eine Theorie. Aus welchem Grund oder mit welchem Grund oder wie auch immer maßen sich Menschen tatsächlich an, andere als Verschwörungstheoretiker zu betrachten? Das ist total menschlich. Diese Menschen sind so voller Angst. Die haben so eine wahnsinnige Angst vor sich und vor dem, dass ihr heiles, komisches Weltbild zusammenbrechen könnte, dass sie nicht hingucken, lieber dem Mainstream folgen, lieber sich irgendeiner Impfpflicht hingeben. Wenn das stimmt, das ist sicherlich nicht wahr. Das ist wieder Propaganda, dass 80% der Menschen für einen Impfstoff sind. Und wenn, dann muss man echt Gedanken machen. Wo bin ich hier gelandet, ne? Wenn man den Quatsch glaubt? Dass ein Impfstoff bringt in dieser Situation gar nichts, außer wahrscheinlich mehr Schaden. Aber das ist auch wieder alles erwiesen. Und wie gesagt, guckst dann einfach nach, falls du dich jetzt darüber aufregst und zu den Verschwörungstheoretikern gehörst. Also nochmal, jemand, der zu einem anderen sagt, er ist ein Verschwörungstheoretiker, ist für mich der eigentliche Verschwörungstheoretiker. Deswegen sage ich immer, sprich ruhig weiter über dein Problem. Wenn dann jemand sagt, wieso? Ich habe zu dir gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ich sage, ja, du bist aber für mich der Verschwörungstheoretiker. Du hast dich verschworen, also genau genommen, erkläre ich das den Leuten, wenn sie interessiert sind, dein Ego und deine Angst in dir haben sich jetzt gegen mich verschworen. Um sagen zu mir, du bist nicht in Ordnung, also weg, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Dieses Wort ist ja nur Abwehr. Verschwörungstheoretiker bedeutet, ich sage zu jemandem, du bist ein Verschwörungstheoretiker, dass ich mit mir nichts zu tun haben muss. Dass ich nicht hinschauen muss, was ist da draußen wahr, gibt es andere Ideen. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, dass ich nicht hinfühlen muss. Was löst es denn in mir aus, wenn jemand eine Theorie verbreitet, die nicht zu mir passt? Also ein intelligenter Mensch, und das lernt man oder kann man lernen, den Verstand ab und zu gebrauchen. Ich nenne das Wort intelligent oder nicht intelligent oder dumm oder unwissend als Synonym. Also unwissend, dumm und nicht intelligent als Synonym. Intelligent ist das Gegenteil, weil es normal ist. Und das erkläre ich jetzt nämlich, hier sitzt dein Verstand, den man in der Regel seltenst gebrauchen kann. Gehe ich nachher hoffentlich drauf ein, wenn ich es nicht vergesse. Ich sehe schon, ich bin überhaupt nicht drauf, hätte ich es nicht lassen können. Super. Das heißt, mein Reptilhirn, und das ist menschlich und normal, also willkommen im Club, das habe ich auch, also wir alle haben das, ist total liebenswert und total menschlich, ist nur blöd, wenn du es nicht schnallst. Wenn dieses Teil hier aufgrund deiner Vergangenheit, aufgrund deiner Historie, deiner traumatischen Erfahrung, deiner Vergangenheit, wenn das hier, das Gefühl hier eng macht, dann kannst du nicht mehr klar denken. Dann kannst du keine intelligenten Entscheidungen treffen. Klar, ist es durchaus sinnvoller, ich sage, es ist nicht sehr intelligent, der Umkehrschluss ist aber schon auch, das ist ziemlich dumm. Also ich versuche das Wort Dummkopf oder Dummheit nicht zu gebrauchen, auch wenn ich es so empfinde, dass es ziemlich dumm ist. Manche Sachen ungeprüft zu sagen, mache ich es natürlich nicht. Erstens mal, ja, weil es niemandem was bringt, wenn man solche Worte benutzt und weil die meisten Leute aufgrund dieser Worte, dieser provokativen Worte schon zumachen und immer zuhören. Und mein Wunsch ist es, Menschen zu erreichen, indem sie zuhören. Obwohl ich auch schon oft gelernt und gemerkt habe, Menschen mit einer vorgefertigten Meinung hören sowieso nicht zu. Die sagen sowieso von vornherein, ist alles Käse, da kannst du mit Argumenten kommen, so viel du möchtest. Also, ein Verschwörungstheoretiker ist nicht der, dem man oft glaubt, mit komischen Konzepten, sondern ein Verschwörungstheoretiker ist für mich der zu dir sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Weil seine Angst, sein Ego, sein mangelndes Bewusstsein, weil es dann halt eng wird,
sagt, du oder der andere ist ein Verschwörungstheoretiker, weil er sich dann nicht drum kümmern muss und es abtut. Ein intelligenter Mensch würde sagen, okay, eine abgespacete Idee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, warum nicht? Er muss doch nicht immer alles wissen oder so. Nur ich würde das nie sagen. Also wenn jetzt irgendjemand ein Konzept bringt, dass ich etwas merkwürdig finde oder für mich Banane finde, dann weiß ich, es ist aber mein Problem. Und dann lasse ich es. Ich muss doch nicht immer alles prüfen. Dann lasse ich es. Allerdings, ich lasse es gar nie. Ich lasse es gar nie sein, wenn es hier eng wird. Sobald es hier eng wird, die Biochemie sich verändert, das heißt, dann wird ein Trauma getriggert, das jeder Mensch hat. Und wenn ich Schwachsinnsgedanken habe, und das sind Schwachsinnsgedanken, die ich dann habe, die sich um das Thema drehen, das sind Schwachsinnsgedanken für mich. Und dann kümmere ich mich drum. Weil dann merke ich, durch das Verändern der Biochemie, also wenn jetzt jemand zu mir Verschwörungstheoretiker sagen würde, und es macht hier eng, und ich würde Wut kriegen, wüsste ich, wow, Treffer versenkt, das ist jetzt mein Problem. Das mache ich zur Chefsache, das fühle ich mal. Wieso fühle ich mich angepisst und denke jetzt drüber nach, was dem einfällt? Ja klar, weil ich ein Problem habe. Aber nicht mit dem anderen, sondern mit mir. Und da ich nicht Falke bin und mich meiner Angst immer stelle, wird mir das nie passieren, dass ich das durchgehen lasse, sondern ich mache es, wie die Japaner es vorgemacht haben. Ich hoffe, sie machen es immer noch. Ich bedanke mich, also nicht immer bei jemandem, der da ist, weil die denken, ich habe es ja nicht mehr alle, aber mental oder wenn es über, also nicht direkten Kontakt ist und der andere es nicht sieht, dann mache ich immer so und danke diesem Menschen dafür, dass er in mir was ausgelöst hat. Anstatt zu sagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker, du bist schuld, sage ich danke, Meister, dass ihr in mir etwas ausgelöst habt, woran ich arbeiten kann. Das ist ziemlich intelligent, alles andere ist ziemlich dumm. Dumm zu glauben, dass ein anderer für deine Gefühle verantwortlich ist, oder das ist dumm zu glauben, das ist auch dumm gelaufen, wenn du es nicht fühlst. Du hast immer, oder ich, bleib jetzt mal bei mir, ich habe immer die Chance zu lernen, denn ich weiß gar nichts. Gar nichts. Das, was ich glaube zu wissen, sind Konzepte, die man bestätigen kann, die man wissenschaftlich messen kann. Wissenschaft kann überhaupt nicht wirklich was rausfinden, weil sie meistens zu einseitig misst und auch nur das misst, was sie sieht oder was sie gern sehen möchte. Von dem her ist es immer einfach mit dem Filter, aber das wird die Wissenschaft ja auch nicht leugnen, dass wir nur das messen, was wir sehen oder wo wir überhaupt nur Ideen haben. Wir können nichts messen, woran wir überhaupt noch nicht mal glauben und denken. Im 14., 12., 11. Jahrhundert wäre keiner auf die Idee gekommen zu prüfen, ob die Erde wirklich eine Scheibe ist. Hat Galileo dann im 16. Jahrhundert rausgefunden oder überhaupt auf die Idee gekommen, das rauszufinden, sonst wäre man ja nicht dahinter gekommen. Davor wäre er als Verschwörungstheoretiker verschrien worden. Das heißt also, wenn zu dir jemand sagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, kannst du gern zu ihm sagen, red gern weiter über dein Problem, weil du hast Angst. Punkt. Und er sagt, ich habe keine Angst. Dann sage ich, doch, sonst würdest du mich nicht abwerten. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein Kompliment. Da würdest du mich nicht bewerten oder es nicht so abtun. Da würdest du nachgucken oder würdest sagen, es interessiert mich nicht. Und wenn mich was nicht tangiert, interessiert es mich auch wirklich nicht, dann interessiert mich das nicht. Wenn jemand sagt, hier gibt es Außerirdische, ja, ich bin mir schon sicher, dass es das mit Sicherheit gibt. Es kann ja nicht sein, dass wir alleine sind. Aber wir sind ja alle Außerirdische. Also von dem her interessiert mich das nicht. Es sei denn, ich werde angegriffen von irgendwas, was ich nicht verstehen kann, dann interessiert es mich schon. Also wenn es mich nicht tangiert, dann winke ich das durch. Zum Glück interessiert mich nicht alles. Dann hätte ich ja noch weniger Zeit. Sobald es mich aber berührt, werde ich nicht zum Verschwörungstheoretiker. Ich bin automatisch der Verschwörungstheoretiker, denn ich falle auf mein Ego rein, dass ich mit meinen Gefühlen dass sich gegen mich verschworen hat. Ich falle nicht auf meine Gefühle rein, indem ich sage, das, was ich fühle, geht mich nichts an, sondern ich weiß, es ist meine Vergangenheit, die möchte ich heilen. Also werde ich meinem Ego nicht auf den Leim gehen. Mein Ego ist nämlich der Verschwörungstheoretiker. Das sagt der da draußen, ist nicht in Ordnung. Der hat eine komische Meinung, die mir nicht gefällt, die sehr unbequem ist, weil da müsste ich mal die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Da müsste ich mal recherchieren, ob es vielleicht doch nicht stimmt, was die Regierung und das Gesundheitsministerium und so sagt. Ah nee, um Gottes Willen, lieber verblöden, sage ich jetzt mal. Also würde ich jetzt zu mir sagen. Und nichts tun. Also würde ich jetzt zu mir sagen. Musst du gucken, wie du siehst. So, das heißt also, für mich sind die eigentlichen Verschwörungstheoretiker alleine schon von der Logik die das zu dir sagen, weil die kennen das Wort, die haben das Wort ausgesucht, die werten damit ab. Denn der sogenannte Verschwörungstheoretiker, der einfach nur eine Theorie hat, der sagt zu den anderen meines Wissens nicht, dass sie Verschwörungstheoretiker sind. Sondern die decken was auf,
und wollen halt einfach nur aufzeigen. Wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben, werde nicht. Nur die, die dir eben zu dem sagen, er ist ein Verschwörungstheoretiker, das sind meiner Meinung nach die wahren Feiglinge, die nicht recherchieren, um rauszufinden, dass es stimmt oder rauszufinden, es stimmt nicht. Ja, dann stimmt es halt nicht. Umso besser. Oder was ist besser? Kommt immer darauf an, was es wirklich geht. Aber so abzutun, ist schon eine ziemlich feige Nummer. Okay, also ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich gucke jetzt mal kurz nach, weil ich habe das so einiges aufgeschrieben, dass ich mir nicht schenken können. Ja, so ich denke schon. Okay. Das fand ich jetzt gar nicht schlecht. Ah ja, genau. Das habe ich neulich gehabt. Da hatten wir es, deswegen ist mir jetzt wieder eingefallen, da hat jemand, da ging es auch um die Verschwörungstheorien. Und dann habe ich gesagt, okay, und was gibt's da? Und dann hat eben derjenige gesagt, das kam jetzt gar nicht von mir. Ja, irgendwas mit den Außerirdischen. Und dann hat er mich gefragt, glaubst du daran? Sag ich, ja, ja. Ich habe sogar einen Außerirdischen hier in der Praxis. Dann hat er ein bisschen unsicher geguckt, dann gedacht, ob ich ihn verarschen möchte. Dann hat er gesagt, möchtest du mich verarschen? Habe ich ganz ernst geguckt, halt, sehe ich etwas so aus, als wollte ich dich verarschen oder was? Sag mal, machst du mich jetzt lustig über meine Mitarbeiter? Oder über das, was hier in meiner Praxis läuft? Dann hat er ganz vorsichtig gedacht, ja scheiße, was ist jetzt hier los? Ich kann dir einen zeigen. Ich habe hier einen Außerirdischen in der Praxis. Ich weiß halt nur nicht, ob du bereit bist, dem zu begegnen. Guckt er so und sagt, ja, ist jetzt nicht so. Ich sage, Angst vor Außerirdischen, super. Habe ich natürlich ein bisschen provoziert. Also gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihn so lange provoziert, bis er sagt, okay, dann zeig mir halt. Der war zum ersten Mal bei mir. Dann bin ich mit ihm zur Toilette gegangen, also vor der Toilette gestanden. Und habe gesagt, in diesem Raum ist der, du musst keine Angst haben, der beißt nicht, der will nur spielen. Das sagt man immer bei Hunden. Ne? Und er hat richtig Panik bekommen. Ich sagte, so, glaubst du, ich möchte dir was antun? Glaubst du, ich möchte dich in eine Falle locken? Sehe ich etwas so aus? Du bist ja zu mir gekommen, weil du von mir gehört hast. Also jetzt bist du so mutig. Möchtest du mal mit dem Außerirdischen in Kontakt treten oder nicht? Also gut, hat er ja gesagt. Ich sage, mach die Tür auf, ich bin hinter dir. Ja, alles prima. Geh einfach nur einen Schritt in den Raum rein und bleib dort stehen. Jetzt macht er die Tür auf und sieht, es ist ein kleines, enges Klo, also eine Toilette. Jetzt geht er da rein und steht vor der Toilette und vor dem Fenster und sagt, du wolltest mich also doch verarschen, oder? Sag mal, wo ist der jetzt? Und sage ich, bleib ruhig stehen. Atme ganz ruhig und tief durch. Es wird gut gehen. Keine Panik. Und dann merkte ich schon, wie der Puls hochgeht. Es war ein Jüngerer, absolut gesund, nicht keine Herzinsuffizienz, nichts. Das kläre ich immer vorher ab, sonst macht man so einen Mist hier auch nicht. Und dann sage ich, jetzt guck ganz langsam nach rechts über deine Schulter und erschrecke nicht. Du wirst gleich einen Außerirdischen sehen. Dann guck da nach rechts und da hängt ein Spiegel und dann sieht er sich. Dann guckt er mich so an und sagt, wie jetzt? Was wird das jetzt? Ich guck da mal richtig hin. Das ist ein Außerirdischer. Und dann habe ich ihm eben das erzählt, was ich dir vorhin schon erzählt habe, dass wir Menschen alle Außerirdische sind. Und dann hat er, wie war das noch? Das war irgendwie spannend. Das war richtig klasse, der Typ. Ich sage jetzt mal Typ, das klingt nicht so nicht despektierlich klingen. Ich möchte nur keinen Namen nennen. Das war ein männlicher Klient, um die 32, glaube ich. Und sagt er, dann sage ich, wenn du jetzt, guck aber nicht zu lange hin. Und sagt er, warum? Nee, guck nicht zu lange hin, geh nicht zu nah ran. Wieso? Sag ich, jetzt mach's doch mal, dann weißt du, was ich meine. Geh mal einen Schritt vor, geh relativ nah an den Spiegel und schau dir in die Augen. Na bitte, krieg keine Panik, denn ich bin sicher, du hast ja noch nie in deinem Leben so intensiv, wie ich das, was ich dir gerade als Idee anbiete, in die Augen geguckt. Nicht nur, dass ich das Gesicht verzerren kann durch das die fokussieren der Augen, sondern dass wenn man, also mach das mal, aber Vorsicht, wenn du Probleme gesundheitlicher Natur hast, mach's nicht. Denn wenn du mal wirklich eine Zeit lang in den Spiegel guckst, in deine Augen und wirklich den Fokus hältst, die Augen divergieren, also die Augen ja wandern und dann siehst du das immer doppelt. Also versuch immer wirklich in deine Augen zu gucken, dann siehst du teilweise Fratzen, das ist normal, und du kriegst Angst, weil du dir ganz sicher noch nie, also es sei denn, du hast es natürlich gemacht, noch nie so intensiv in die Augen geguckt hast. Und da wirst du Sachen sehen, das macht dir Angst. Und eigentlich ist es tatsächlich ein Armutszeugnis. Wir schauen in den Spiegel, ob die Augenbrauen in Ordnung sind, die Nasenhaare, die Ohren, alles immer so. Aber ja, nicht in die Augen gucken. Vielleicht, weil wir Angst haben, weil wir unsere Seele gucken oder weil wir es halt nicht gelernt haben. Also das kannst du auch mal machen. Da wirst du nicht im Außerirdischen begegnen. Aber du wirst vielleicht komische Gefühle kriegen. So, ich gucke jetzt wirklich ab und zu mal auf den Zettel. Okay.
Ja, ich habe dann dem, glaube ich, auch gesagt, das wäre Blasphemie. Das nennt man Gotteslästerung, zu glauben, dass wir im Universum alleine sind. So, okay. Und vorhin habe ich auch das Wort reingebracht, das ist mir auch erst neulich eingefallen, das sage ich normal nicht. Ich sage manchmal Dummkopf oder dumm gelaufen oder nicht sehr intelligent. Ja, aber unterbelichtet ist mir neulich überleben gekommen. Dachte ich, wo habe ich das Wort her? Und das habe ich dir ja vorhin erklärt, das hat was mit Beleuchtung zu tun. Wenn du wirklich die Dinge beleuchtest, die da draußen sind, dann bringst du Licht ins Dunkel. Wenn Menschen sagen, Michael, wie erlangt man Erleuchtung, muss ich sagen, sorry, ich bin nicht erleuchtet. Ich kann dir nur eine Idee anbieten, so mache ich es auf jeden Fall, um diesen Weg zu beschreiten. Wobei für mich ist nicht das Ziel der Erleuchtung, sondern einfach weiter zu erwachen. Erleuchtung kann man nicht machen. Das passiert, wenn es dann so sein soll. Aber du kannst den Weg dahin beschreiten. Ich sage immer, Erleuchtung bedeutet erleuchten. Also bring immer mehr Licht ins Dunkel. Und hier im Unterbewusstsein, also hier im Körper, sind Schmerzen, Ängste, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und das sind einfach dunkle Energien, negative Energien, die braucht es ja, sonst könntest du die positiven noch nicht wahrnehmen. Und diese negativen Energien sollte man heilen, wenn man gesund und glücklich alt werden möchte. So. Das heißt, du hast einen Schatten, so hat es Jung genannt, C.G. Jung, ein österreichischer Psychiater, Psychoanalytiker, also einer, der die Psychologie maßgeblich beeinflusst hat, auch mit seinen Archetypen, ganz spannend. Und der sagt, wir haben einen Schatten. Freud nennt es Unterbewusstsein oder Unbewusstes. Also dieser Schatten ist dunkel. Wenn du Erleuchtung erlangen möchtest, musst du in deinen Schatten, du musst also deinen Verstand ausnahmsweise mal gebrauchen. Wie gesagt, ich sage das immer so, wir können den Verstand so gut wie nie gebrauchen, weil er ständig von unserem Ego missbraucht wird. Ein normaler Mensch, der den Verstand gebrauchen könnte, würde das, was hier gerade passiert, nicht mitmachen. Das sind Menschen, das sind Mitläufer, die einfach dafür verantwortlich sind für den Scheiß, der gerade passiert. Und das haben die Deutschen schon einmal mindestens in der Geschichte erlebt, wo ich auch dachte, das kann ja nicht sein. Wie konnten die das damals zulassen, dass sowas passiert? Ja, im Moment passiert es gerade wieder. Aber man muss es verstehen und liebevoll annehmen. Angst lähmt. Angst macht es nicht möglich, dass du deinen Verstand in Besitz nehmen kannst, weil es hier einfach viel Energie hat. Dann wird es hier eng und macht zu. Dann wird neuronal nicht mehr richtig durchflutet. Sonst würde man einfach deinen Verstand benutzen, Licht ins Dunkel bringen, um wieder zurückzukommen zu dem Erleuchtung erlangen. Bringst du Licht ins Dunkel, beleuchtest ein Thema von allen Seiten. Dann sagt einer, es gibt ein Killer-Virus. Ich nehme das jetzt halt gerade, weil es mir einfällt. Oder eine andere sagt, es gibt Millionen von Tote. Kann man erstmal nicht wissen, ob es stimmt. Man kann sowas aber auch nicht sagen, weil man nicht weiß, dass es stimmt. Das ist grob fahrlässig, so eine Aussage überhaupt zu präsentieren. Und und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt meine Wahrnehmung, da ist eine positive Absicht dahinter. Jetzt schauen wir mal, ob es stimmt. Und dann müssen wir was machen. In der Zwischenzeit müsste aber schon lange klar sein, dass es noch nie gestimmt hat und dass es auch nie stimmen wird. Also wenn du das von allen Seiten beleuchtest, siehst du, okay, da ist eine positive Absicht mit so einer Aussage und jetzt gibt es auch andere positive Absicht mit anderen Aussagen, die schaust du dir an. Ist aber nur so, wenn jetzt alle anderen Aussagen negiert werden oder gelöscht werden oder so, dann musst du doch aufwachen und sagen, da läuft ja richtig was schief. Kannst du aber nicht, wenn du unterbelichtet bist. Und das ist einfach normal, weil hier kommt nicht mehr sehr viel Energie an. Hier werden die Aktionspotenziale runtergefahren, da kommt nicht mehr so viel Strom, Sauerstoff, Biophoton, Licht an und dann bist du unbelichtet. Und das sage ich nicht einfach, um zu provozieren, sondern Pop hat es rausgefunden. Alles läuft über Biochemie, also das hat nicht Pop rausgefunden, das weiß die Medizin ja, sondern es läuft, die Information im Körper läuft über Biophotonen. Und das hat was mit Licht zu tun. Über Licht wird es übertragen. Biophotonen, Licht. Und wenn da wenig Licht und Biophotonen ankommen, dann bist du unterbelichtet. Das ist einfach normal. Wenn du ein Foto machst, also früher war das so mit Fotos und es war ziemlich dunkel, war es unterbelichtet, weil zu wenig Licht war. Und das ist eben genau das, wenn du unterbelichtet bist, weil dein Verstand es einfach nicht zulässt. Es ist einfach normal, wenn man sich hinter seiner Angst versteckt, sie nicht löst. Dann bist du unterbelichtet, dann ist das Thema unterbelichtet. Es wird nicht von allen Seiten richtig beleuchtet. Okay. Du kannst mich wahrscheinlich einigermaßen gut sehen von allen Seiten, dass es kaum Schatten gibt, weil hier überall Scheinwerfer sind. Das sieht man jetzt schon wahrscheinlich in meinem Gesicht. Es wird extrem warm hier drin, dass es rot wird. Gut, bin auch im Thema drin. Feuer und Flamme, das sieht man dann auch. Das heißt also, dann ist alles gleichmäßig ausgeleuchtet. Hätte ich jetzt von hier weniger Licht, dann hätten wir hier Schatten. Das macht man im Theater. Kann man es schlecht machen. Im Film macht man das, um was in Szene zu setzen, um was richtig dunkel und gefährlich zu beleuchten. Und so läuft es hier auch gerade. Es wird nur von einer Seite beleuchtet und so kriegst du kein Licht ins Dunkel. So hast du eine Dramaturgie, ja, die aus Angst besteht. Und das ist nie gut. Das ist wie eine Kriegspropaganda. Das ist einfach eine Propaganda, das müsste man halt mal durchschauen.
So, jetzt warum passiert sowas überhaupt? Ich persönlich finde alles, was gerade passiert, absolut positiv. Ausschließlich positiv. Denn ich versuche immer erstmal alles mit offenen Armen zu empfangen, zu sagen, ich schaue jetzt mal, was es für mich bedeutet. Es ist immer für mich geschaffen. Nämlich dadurch bin ich Schöpfer und sage, egal was auf mich zukommt, es ist für mich gedacht. Deswegen würde ich nie mit einer Maske rumlaufen. Nicht nur, weil sie schädlicher ist, was sie was bringt. Ich nicht zum Risikofaktor gehöre, Risikopersonen. Man sagt, glaube ich, über 60, ich bin jetzt 61 geworden. Nee, ich würde auch mit 90, würde ich nicht zur Risikogruppe gehören. Zur Risikogruppe Nummer 1 gehören ängstliche Menschen. Angst ist die Risikogruppe Nummer 1. Nämlich die anderen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben oder Lungenprobleme, die sollten ja schon wissen, dass es nicht sehr geschickt ist, sich grundsätzlich draußen aufzuhalten oder sonst irgendwas zu machen, auch ohne Coronavirus. Wenn das Autoimmunsystem im Keller ist, dann kann ja einem alles umblasen oder weghauen. Also das ist ja klar. Dessen kann man es schon als Risikofaktor bezeichnen, logisch. Aber der richtig schwierige Risikofaktor ist die Angst, die Unbewusstheit der Menschen. Und da ich das nicht habe, gehöre ich auf keinen Fall zu Risikofaktoren. Und unter anderem oder unabhängig davon sowieso bin ich sowieso kerngesund. Aber auch, weil ich keine Angst habe oder weil ich keine Angst einfach ungeprüft zulasse, anstatt sie zu lösen. Deswegen werde ich ja mit 90, wenn sich so weiterentwickelt, nicht zur Risikogruppe gehören. Was will ich jetzt damit sagen? Ja, ich habe gesagt, ich finde es explizit positiv. Es zeigt mir immer, wo ich stehe. Es gab Momente, wo ich die Bilder gesehen habe, Wuhan, fand ich nur interessant und dachte, wow, Medien, nicht gerade sehr mediengeschickt, sowas zu zeigen, aber weil, mir habe ich da nicht danach gedacht, es waren die ersten Bilder. Und dann habe ich gemerkt, dass es da ein bisschen eng wird, dachte ich, interessant, wieso reagiert mein System darauf? Ich habe doch sowas noch nie gesehen. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur eins, was ich machen muss, Augen schließen, da reinfühlen und unter Umständen, je nachdem, die Hände dahin legen, also alles, was meine Methode ja präferiert, um das schnell zu lösen und zu heilen. Und dann war es sofort weg. Dann dachte ich, okay, Wahrnehmungsschock, wenn man es in der Psychologie nennt, nö, so stark war es nicht. Also da war irgendwas, ich habe sofort angenommen, da war es durch. So, und dann ging es immer weiter, dann kam irgendwann die Idee der Ausgangssperre. Das habe ich aber auch schon oft, glaube ich, in solchen, ich habe schon mehrere Videos hier auf YouTube gemacht zur Corona-Krise und Psyche und so diesbezüglich. Und da war klar, okay, da reagiert mein System auch, weil ich Ausgangssperren kenne als Kind. Kontaktverbot zu meinem Freund, wenn ich zu spät zum Essen nach Hause kam, Ausgangssperre, wer kennt es nicht. Aber dann habe ich es angenommen, war durch. So, jetzt kam mir diese für mich etwas, Massenpflicht, lassen wir die Worte vorweg. und da dachte ich auch, interessant, es gibt wieder was Neues für mich zu lernen. Stört mich das? Nö, die Maske nicht. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig. Vorher hatte ich ja auch eine Handwerksfirma und ich habe sehr viel auch auf dem Bau, also logisch als Handwerker auf dem Bau gearbeitet. Und wenn ich irgendwelche Mauern eingerissen habe oder Kabel verlegt habe, hatte ich immer Masken auf. Oder wenn ich jetzt irgendwas mache, irgendwas lackiere oder irgendwas arbeite, dann habe ich immer eine Staubschutzmaske auf. Weil das ist ja Quatsch, das nicht aufzuziehen bei Feinstaub oder grundsätzlich. Also mir macht das nichts aus. Also habe ich gedacht, gut, das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist natürlich für jeden, ich vermutlich, nenn's mal normalen Menschen, dass man das nicht mag, wenn einem was oktroyiert wird. Also, sorry, das heißt übergestülpt. Wenn einem was übergestülpt wird, dann wird man mit Sicherheit reagieren. Ja, das ist es noch? Ja, ich denke schon, dass wenn ich in den Laden gehe und mir diese Maske aufziehen muss, denke ich immer, ich bin im Behindertenverein oder im Maskentheater. Und ich finde es allerdings interessant. Denn jetzt zeigen die ganzen Menschen mal ihre Masken. Jetzt müssen sie Masken aufziehen. Jetzt sieht man die Maske. Die Menschen haben schon immer Masken auf. Das ist schon immer eine Maskerade. Sie verstecken sich hinter ihren Masken, hinter ihren Verschwörungstheorien. Also die Verschwörungstheoretiker als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, meine ich jetzt damit. Und so weiter. Also jetzt sieht man wenigstens die Masken. Wäre die Maskenpflicht freiwillig, würde ich definitiv sowas Schädliches nicht aufziehen. Aber ich würde dann sehen, da sind sehr liebenswerte, sehr ehrliche Angsthasen. Das ist liebenswert, weil es ehrlich ist. Was ist das Problem? Ich würde mich darüber nicht, wie sagt man, auslassen oder gar erheben, sagen, hey, guck mal, Feigling, was? Nein, was soll es bringen? Dann wäre ich der Feigling. Hör jetzt genau zu, was ich sage. Wenn ich mich dazu hinreißen lassen würde, und ich kann mir schon vorstellen, dass manchmal solche Gedanken gekommen sind oder vielleicht noch kommen, dann lasse ich mich nicht dazu hinreißen, diesen Gedanken weiter zu spinnen. Ich sage so voll zu mir, manchmal leider auch laut, dann denken die Leute, ich habe eine Psychose, ich habe sie nicht mehr alle. Oder frage, was? Sag ich, habe ich das laut gesagt?
Mental mache ich es immer, manchmal auch laut, sage ich Protokollführer, streichen zum letzten Satz. Also wenn es jetzt so wäre, dass ich irgendwo langlaufe, ich bräuchte keine Maske aufziehen, die würde ich definitiv nicht aufziehen, denn ich habe keine Angst vor so einem Virus. Denn wenn ich den kriegen würde, würde er mir zeigen, wo ich stehe. Also her damit. Und nichts mehr und nichts weniger. Denn mir kann ein Virus nichts antun, was ich nicht mir selbst schon angetan habe. Und Viren waren schon da, bevor wir da waren, und Bakterien. Und wir sind von Viren abhängig. Und es ist einfach nur ein Lebewesen, das überleben möchte. Wenn es aggressive Viren gibt, dann nur, weil der Mensch immer gegen alles ankämpft. Das ist ja im Krankenhaus, bei diesen Krankenhauskeimen so, dass man den mal in den Griff kriegt, weil man immer mit Desinfektionsmittel übertrieben hat. Wir Ärzte das oft immer noch mit Antibiotika machen und nicht wissen, was sie da für einen Schaden anrichten. Diese Unbewusstheit, wahrscheinlich jetzt der Ärzte oder der Medizin, irgendjemand hat sie mal erfunden. Und es war nicht die Schweizer, ne? Sondern irgendwelche Wissenschaftler, und die haben es übertrieben, jetzt haben wir ein Problem. So. Und wenn man gegen ein Virus oder gegen ein Lebewesen ankämpft, dann wird es kritisch. Also immer, wenn du gegen einen Virus ankämpfst, dann hast du nichts kapiert, sag ich jetzt. Denn gegen eine Grippe oder irgendwas anzukämpfen, heißt, ich führe jetzt einen Kampf. Den werde ich verlieren. Denn jeder, der kämpft, ist so unterwegs mit einer Waffe und versucht, irgendwas zu töten oder mit dem Impfstoff. Mhm. Toll, das hat man gesehen, wozu es führt. Zu impfen oder diese ganzen Desinfektionsmittel haben Schaden verursacht. Es ist nie grundsätzlich falsch. Ich bin kein Impfgegner. Tetanus lasse ich impfen. Ich habe vor, glaube ich, 10 Jahren FSME machen lassen. Würde ich jetzt zwar auch nicht mehr machen. Aber wir haben halt auch gerade in Süddeutschland eine Gegend, wo es halt kritischer ist. Also es gibt ganz wichtige Impfungen, die sind unerlässlich. Aber solche Quatsch ganz sicher nicht. Für ein Virus geschehen, das sich ständig verändert, macht sowieso keinen Sinn. Aber damit muss man sich auseinandersetzen. Und nicht einfach jetzt nur mir glauben, sondern selbst recherchieren. Das heißt also, man muss immer schauen, wo steht man und wie gehe ich damit um. Und wenn irgendwas in mir ausgelöst wird, also wenn jetzt mein Gedanke sagen würde, wieder so ein, was weiß ich, was man sagen könnte, Tropfnase oder Vollpfosten oder, nee, das sind jetzt nicht zwingend meine Worte, ein unbewusster Mensch von mir ist. Dann würde ich sofort sagen, Protokollführer, streichen Sie sofort diesen Satz. Ich erlaube meinem Hirn, meinem Ego, meinem Unbewussten nicht, einen anderen so zu bewerten. Also nicht, dass es nicht passiert, gar nicht. Solche Gedanken kommen bei mir. Nur das lasse ich nicht durchgehen, sage ich sofort, mental oder verbal, Protokollführer, streichen Sie diesen Satz. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Dann bin ich doch der Vollpfosten, der sich anmaßt, einen Menschen, der doch einfach nur Angst hat, vielleicht nie das Privileg hatte, darüber nachzudenken, ob er Angst lösen kann, das maße ich mir jetzt nicht an. Also ich persönlich nicht, mein Hirn macht das schon, den zu bewerten. Also dann wäre ich ja kein bisschen besser, wie ein unbewusster Mensch halt auch ist. Also das passiert mir natürlich schon, mein Hirn macht es. Deswegen, ich kann es ganz locker sagen, ich bin Mensch, eine Reizreaktionsmaschine, ein Zombie, wie alle anderen auch. Und er möchte aber was tun. So, also würde ich sagen, Protokollführer, streichen zum letzten Satz. Das lasse ich nicht durchgehen, denn der eigentlich Unbewusste bin ich jetzt gerade, wenn ich es durchgehen lasse. Das wäre unbewusst. So, ist aber nicht schlimm, wenn solche Muster da sind. Ich beobachte das dann halt und sage, okay, früher war es wahrscheinlich ständig, jetzt ist es ganz selten. Also bin ich doch auf dem richtigen Weg. Gut. Das heißt also, ja, das heißt beleuchten, bewusster werden, ab und zu mal drüber nachdenken, was da gedacht wird. Wir haben zwischen 20.000 und 60.000 Gedanken am Tag und das sind meist davon Schrott und unsinnig und überflüssig. Ja, muss allen gedacht werden. Anscheinend. Aber man sollte es halt ab und zu mal prüfen, ob es nicht wirklich die Biochemie verändert, ob es schadet. Und wenn du das durchgehen lässt, diese Schwachsinnsgedanken, ich nenne sie bei mir immer so, dann gehörst du zur Risikogruppe von irgendwelchen, wie heißt es wieder, SARS-CoV-2 oder Corona-19 oder sowas. Ja, weil da bist du anfällig. So, ich habe ja vorhin schon gesagt, aber das weißt du ja wahrscheinlich eh schon alles, dass es, bevor es uns gab, Viren und Bakterien gab. Und die wird es immer noch geben. Die sind also für uns Menschen wichtig. So, wenn jetzt Viren aus dem Motor laufen, bösartig werden, dann frage ich mich halt, haben wir Menschen die dazu getrieben, dass sie sich so verändern? Ein Virus, ein Bakterium ist in mir. Wir haben Milliarden von Darmbakterien, wusste man früher auch nicht, dachte es nicht, okay, jetzt weiß man. Also vielleicht wissen es viele noch nicht. Manche Ärzte scheinen es nicht zu wissen, wenn sie einfach nur Antibiotika geben und danach nicht was die Darmflora aufbaut, dann scheinen sie es halt noch nicht zu wissen. Das ist natürlich schade. Dann hast du den falschen Arzt. Das heißt, dann weiß man also, Darmbakterien sind wichtig, ohne die können wir nicht leben. Viren sind wichtig, ohne die können wir nicht leben. Das sind Lebewesen.
die in uns leben, die mit uns eine Symbiose führen, die friedlich einfach nur überleben wollen und leben wollen und die uns überhaupt erst ein Leben möglich machen. Kommt jetzt also ein Mensch, egal aus welcher Richtung, ob es ein Mediziner ist, ein Wissenschaftler oder ein normaler Mensch, und sagt, da ist was nicht in Ordnung, wir müssen es bekämpfen, sollte man erstmal hinschauen. Was ist das? Was macht das? Das, was auch Rechtsmediziner zum Glück, der geniale, glaube ich, Professor Dr. Püschel, macht endlich mal, der macht das schon, seinen Job und guckt nach, was ist es denn? Weil das weiß man ja, wer Medicus gelesen hat, weiß, der erste Pathologe war, glaube ich, der eben, der, glaube ich, auch, weiß nicht, ob er hingerichtet wurde, aber der verurteilt wurde, wie kann man Menschen aufschneiden. Aber der hat erkannt, wir können diese Krankheit damals, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, egal, war eine Blinddarmentzündung, nicht rausfinden, wenn wir nicht bei den Toten nachschauen. Und wenn das Robert-Koch-Institut mit der fadenscheinigen Aussage, ein Virologe oder ein Pathologe könnte sich infizieren, die haben mit ganz anderen Sachen aufzutun und wissen, wie man sich schützt, dann muss man sich auch fragen, okay, was möchte da verschleiert werden? Keine Verschwörungstheorie, nachprüfen. Und ist schon lächerlich, wenn ich das so selbst so höre, aber es gibt tatsächlich Leute, die das wahrscheinlich denken würden. Und das, was ich sagen wollte, ist, man kann von den Toten lernen und das wäre vernünftig. Und man kann auch von anderen Virologen lernen. Es gibt sehr viele, nicht nur der Dr. Bakti, sondern Dr. Wardak, der verhindert hat, dass durch die Schweinepest der gleiche Schaden verursacht wurde oder der Schaden verursacht wurde, der jetzt verursacht wurde. Das sind alles Dinge, die ich nicht wusste. Ich habe recherchiert. Und wenn man das mal recherchiert, wow. Dann, wenn man da nicht aufwacht, okay, dann muss man sich einfach klar machen, dann bin ich noch ein Neandertaler. So, wie komme ich jetzt auf das Wort Neandertaler? Ich habe jetzt nicht alles auswendig gelernt, weil es mich ja nicht so wirklich interessiert, aber es gibt ganz verschiedene Bezeichnungen von Veränderungen. Das Wort Neandertaler kennt man. Dann weiß man irgendwann, ich kürze es jetzt stark ab, reicht ja auch, dass wir irgendwann zum Homo sapiens wurden. Der Mensch also. Und Homo sapiens heißt, muss jetzt nachgucken, dass ich es nicht falsch sage, mitwissend, also ich habe das jetzt natürlich gegoogelt, weil ich das nicht alles auswendig weiß. Da bin ich jetzt falsch. Das ist die nächste Stufe, jetzt hätte ich schon fast was verraten. Also, Ein Homo sapiens ist einfach ein Mensch. Ich nenne das mal oberflächlich Mensch. Ich habe vorhin nachgeguckt, es gibt einen Ausdruck dafür. Ich glaube, verantwortlicher oder sowas, Mensch. Oder bewusster Mensch. Ich habe jetzt extra nachgeguckt und da ich nichts schneide, gucke ich jetzt direkt nach, weil ich schneide nichts. Ich quatsch drauf los und schneiden finde ich immer doof, weil es verschleiert auch wirklich vieles. Aber gut, egal. Kannst selbst nachgucken. Auf jeden Fall heißt es jetzt vereinfacht Mensch. Ich glaube bewusster Mensch oder so. Ich glaube ja. Nee, das kann aber nicht sein. Dann sind die meisten keine Homo sapiens, weil sie kein vollbewusster Mensch sind. Das sind sehr unbewusst. Also hätten die Menschen den Ausdruck Homo sapiens im Moment nicht verdient, sondern eher Neandertaler. Klingt das krass? Ich sage das aber deswegen, weil ich ganz, 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 ganz sicher bin. Das, was hier läuft, läuft richtig. Warum? Es hat sich in den 1980er Jahren, also schon vor 40 Jahren, angedeutet, angebahnt. Und wer sich ein bisschen auskennt, da muss man halt schon ein bisschen sich auf das Leben interessieren, nicht nur fürs Überleben, wird mitkriegen, es gibt eine Energieverdichtung, eine Energieerhöhung auf der Erde, also nicht auf der Erde, drumherum auch, damit die Erde natürlich involviert und so weiter. Man weiß also, die Zunahme von Psychosen oder von Leuten, die Stimmen hören, wird größer werden können, weil sich die Energie verändert und dann einfach Dinge im Gehirn über die Zirbeldrüse freigeschaltet werden, also höheres Bewusstsein, und viele können damit nicht umgehen. Gut, viele versuchen das ja auch durch Fluorid, also auch wieder wahrscheinlich Wissenschaft, teilweise Politik, glaube ich, gibt es auch, die im Trinkwasser, glaube ich, das war in der Schweiz, Fluorid reingemacht haben. Ich bin jetzt keiner, der das denen unterstellt, dass sie es gemacht haben, dass die Zirbeldrüse verkalkt, weil Fluorid verkalkt die Zirbeldrüse, leugnen zwar immer noch viele Zahnärzte, aber gut, früher haben sie auch geleugnet, dass Amalgam schädlich ist, heute wissen sie es. Früher hat man auch geglaubt, die Erde ist eine Scheibe, glauben ja viele immer noch. Das heißt also, man möchte dann vielleicht verhindern, dass das Bewusstsein der Menschen erhöht wird, aber das kann niemand verhindern, deswegen egal, ob es die sogenannten Verschwörungstheoretiker, die offen manche glauben, dass es die gibt, sagen, ja, böse, dunkle Mächte. Ja, und? Das passiert jetzt alles.
wie es in der Geschichte immer so war, wenn sich neue Zeiten anbahnen, dann gibt es immer erstmal Chaos und das ist ein richtiges Chaos weltweit, weil die Zeit sich verändert, weil die Energieerhöhung und Verdichtung stärker geworden ist, weil es jetzt mal richtig knallen muss, dass die ganzen unbewussten Menschen aufwachen, dass sich Spreu sich vom Weizen trennt und die, die nicht aufwachen, haben eigentlich noch nicht mal den Begriff Homo sapiens verdient. Das wäre nämlich ein vollbewusster Mensch, so heißt es, glaube ich, sondern eher für mich jetzt persönlich Neandertaler. Ist aber nicht schlimm. Wer sich darüber aufregt, okay, dem würde ich dann sagen, dann bleib ruhig dabei. Du bist ein Homo sapiens, auch wenn du nicht vollbewusst bist, kein Problem. Dann bleib stehen. Was ich sagen, was? Wir sind doch Homo sapiens, wieso stehen wir? Ja, bleib ein Homo sapiens. Aufgrund dieser Energie, Verdichtung, Veränderung, Erhöhung, es wird lichter im Universum, das war es vor 1000 Jahren nicht, jetzt wird es immer lichter, heller, es hat was mit der Umkreisung des Sonnensystems im Universum zu tun, 72.000 Jahre dauert es, und ich möchte es nicht wieder zu weit ausholen, dass ich auskennt, weiß man, von was ich jetzt spreche, das muss man jetzt auch nicht verstehen. Das heißt, es passiert was total klasse. Und bevor was so Wunderbares wie jetzt und danach passiert, ist ja unglaublich schön, wie viele Menschen jetzt hier zusammenkommen. Es wird eine Partei gegründet, Widerstand 2020, guckt er das an, Schwindelambulanz, Dr. Bodo Schäfer, genialer Mann, der den Mut hat, entgegen anderer oder vieler Ärzte mal den Mund aufzumachen und faktenbasiert, also richtig zu recherchieren und nicht irgendeinen Käse zu erzählen, wie alle anderen, die das machen, auch machen, aber dann als Verschwörungstheoretiker abgesehen werden. Ja, muss immer das Lachen verknallen, wenn ich sowas höre. Dass man solche Leute als Verschwörungstheoretiker abstempelt. Das heißt also, es ändert sich was und es ist für dich gedacht. Wenn du also nicht auf der auf der Homo Sapiens-Ebene stehen bleiben möchtest, dann komm mit, kümmere dich um das, was gerade passiert. Wie, zeige ich dir nachher. Denn der richtige Weg ist jetzt für mich, nicht mehr ein Homo sapiens zu sein, sondern Homo consiscius. Also Homo consiscius heißt mitwissend, eingeweiht, vertraut, selbstbewusst oder sich selbstbewusst. Also wenn du auch zum Homo consiscius gehören möchtest, zu einem Menschen, der eingeweiht ist, der sich weiterentwickelt, der selbstbewusst ist, dann komm mit. Denn wir werden in diese Richtung gehen. Jeder Mensch, der sich mit dem, was hier passiert, richtig beschäftigt, nicht als Mitläufer, dem Mainstream glaubt, der entwickelt sich in höheres Bewusstsein zum Homo consiscius, höheres Bewusstsein eben. Die anderen können ja auf der Neandertaler oder wie heißt es richtig, Homo sapiens-Ebene stehen bleiben. Warum nicht? Wobei das nicht stimmt. Homo sapiens heißt, glaube ich, ein vollbewusster Mensch. Das ist ein normaler Mensch, der Mainstream als Mitläufer mitläuft, nicht, der diesen Namen für mich nicht verdient. Das ist Neandertalertum. Meine persönliche Meinung. Recherchieren, nicht aufregen. Oder aufregen, trotzdem recherchieren. So, was haben wir noch? Ja, ich glaube, das habe ich sowieso schon alles gesagt. Toll, ich mache mir mal so tolle Farbgarten, kann ich ja nicht die Haare schmieren normalerweise. So. Manchmal kommen Leute zu mir, oder wenn ich sie frage, was sie so erleben, dann sagen sie, ich mache mir Sorgen. Dann sage ich, hör auf damit. Was? Sagen die, wie was? Ja, wieso machst du dir Sorgen? Also nicht schon genügend? Wieso machst du dir Sorgen? Du weißt nicht, wer du wirklich bist. Du weißt nicht, dass du ein göttliches Wesen bist oder dass du ein spirituelles Wesen bist, das hier versucht, ein spirituelles Wesen, das versucht, Mensch zu sein. Du weißt nicht, dass es für dich geschaffen wurde. Alles, was passiert, ist richtig. Deswegen würde ich nie auf die Idee kommen, sagen, Frau Merkel oder der Herr Spahn sind nicht ganz dicht, die machen Scheiße. Nein. Das wäre ja anmaßend. Denn weiß ich, was der höhere Plan ist? Ich weiß es nicht, aber ich vermute ihn. Ich vermute, der höhere Plan ist, dich zum Homo consiscius zu entwickeln, dich in deine Bewusstseinserhöhung zu bringen, wo es viel einfacher wird. Und dazu sind diese Menschen, ob die Bill Gates heißen, ob die Frau Merkel heißen, ob die Herr Spahn heißen, die sind alles tief drin und nicht nur tief. Ich sehe das denen auch an. Extrem für mich liebenswerte Menschen, wenn ich gucke denen in die Augen, ich sehe, wie viel Angst die haben, wie viel Unsicherheit, in welcher furchtbaren Lage die sind auch. Und ich sehe auch, dass sie was versuchen, positiv zu machen. Und ich sehe vieles. Ich sehe immer denn die Wahrheit. Das sind Menschen, die sind für mich da, um mich mit meiner Angst zu konfrontieren. Um mir klarzumachen, habe ich echt Angst,
dass ich auf diesem Planeten sterbe könnte? Glaube ich wirklich, ich bin sterblich oder sonst irgend so ein Käse? Dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das ist halt nicht möglich, wenn du dich hinter deiner Angst, also wenn du das bei dir so ist, versteckst, dann wirst du nichts rausfinden. Sei immer liebevoll mit dir. Denn wenn ich manchmal Leute sehr aggressiv sagen höre, das sind doch alles Idioten, sage ich, stopp, wie gehst du mit dir um? Dann sagen die, ihr habt doch gerade gesagt, diesen Idioten, die Politik und so, sagen denen, sage ich, wie gehst du mit dir um? Dann gucken die, sag ich, was, wieso mit mir? Und sag ich, merkst du nicht, was du für eine Energie in dir trägst? Merkst du nicht, wie viel Wut du hast? Wenn du sagst, die Politik ist scheiße und dann bist du auf die wütend, mach dir klar, du bist auf deine Eltern wütend, weil es ist ein Grundthema in diesem Leben. Wenn du es richtig verstanden hast, falls du jemals in Kursen Wundern gelesen hast, weißt du, es ist immer Rache an Gott. Du möchtest den Gott rächen, das bringt nichts, der ist nicht sauer. Der wird nur denken, Dumpfbacke, was machst du wieder? Vielleicht gibt es ja auch Homo Dumpfbacchius oder wie man es nennen könnte, anstatt Neandertaler. Also, es ist alles für mich geschaffen und ich bin dankbar für all das, was jeder Einzelne macht oder auch nicht macht. Deswegen bin ich auch nicht böse, wenn die ganzen Mitläufer jetzt womöglich für eine Impfpflicht sind. Ich werde mich definitiv nicht impfen lassen, und weil das Schwachsinn ist, diese Impfung auf jeden Fall dann. Also, ich werde dann sehen, wo es dazu führt. Ich glaube, es würde mir nicht vorstellen, dass es durchkommt, weil immer mehr, das ist das Schöne, dank Frau Merkel, dank dem Herrn Spahn und letztendlich den anderen Politikern, werden Menschen jetzt gezwungen, rauszufinden, ob sie sich das bieten lassen wollen. Ob sie sich so verarschen, vereinnehmen lassen und der Grundrechte berauben lassen wollen. Oder wollen sie jetzt alle zusammenrücken und zwar friedlich. Es bringt nie was, gegen die Politik oder jemand anzutreten, schon gar nicht gegen die Polizei. Die tun mir richtig leid. Die müssen einen Scheißjob machen. Und ich habe mit vielen zu tun, die bei mir in der Beratung sind, die auch gerade darunter leiden, weil sie sagen, wow, was da ist, ist nicht richtig. Aber was soll ich machen? Ich mache deinen Job und guck halt, dass es nicht eskaliert. Und geh mit friedlichem, reinem Herzen auf die für dich Demonstranten zu. Die wollen auch nichts von dir. Die wollen halt einfach ja auch nur überleben. Klar, wenn jemand richtig blöd macht und gegen Polizisten losgeht, ist er selbst schuld, wenn er einen auf den Deckel kriegt. Das würde ich nicht machen. Das macht keinen Sinn. Mit Gewalt wirst du nichts erreichen. Und jetzt, ich habe es zwar aufgeschrieben, aber ich kürze es jetzt ab, dass ich es nicht vergesse. Und ich habe es ja aufgeschrieben, ich gucke ja eh wahnsinnig oft drauf, klar. Bruce Lipton, ein sehr anerkannter, begnadeter Wissenschaftler, der hat auch das Buch geschrieben, Intelligente Zelle unter anderem, der auch bewiesen hat, klar, das müssen wir jetzt auch langsam mal geschnallt haben, dass man mit Gedanken seine Gene verändern kann und dass es eben einfach nicht stimmt, dass Sachen gentechnisch nicht veränderbar sind. Also das hat er geschrieben oder wissenschaftlich erwiesen. Der hat jetzt vor kurzem ein Video verbreitet, falls du es noch nicht gesehen hast, und der sagt, die Menschheit steht kurz vor der Ausrottung, ist kein Verschwörungstheoretiker, ist ein Wissenschaftler und der hat recht. Und warum? Aber ganz sicher nicht wegen einem harmlosen Virus. Also harmlos, ich sage es bewusst so, einseitig jetzt, der ist ganz sicher nicht harmlos. Aber im Verhältnis zu dem, was man zum Killer-Virus sagt, ist er harmlos. Also, der sagt, Entschuldigung, die Menschheit steht vor der Ausrottung. Ja, aber nicht wegen einem Virus, sondern wegen Dummheit. Weil diese ganzen unbewussten, dummen Menschen, also ich, wie gesagt, unterbelichtet, dumm ist nicht schlimm. Also wenn sich irgendjemand über das Wort Dummheit aufregt, wenn ich das so oft wiederhole, ja dann herzlich willkommen. Willkommen im Club, ja klar, ich bin auch für mich auch oft vielleicht wahrscheinlich dumm oder glaube, es ist so. Nee, dann ist es jemand, ein getroffener Hund, der bellt. Also immer jemand, der reinschreibt, wie kannst du, habe ich auf Facebook mal neulich gelesen, hat eine Frau reingeschrieben zu einer anderen Frau, wie kannst du sagen, die Menschen sind unbewusst oder dumm oder es wäre Dummheit. Dann habe ich gesagt, ey, wenn du jetzt wüsstest, was du gerade reinschreibst, ziemlich dumm, dich darüber aufzuregen. Damit outest du dir doch, dass du dich angepisst fühlst, weil du anscheinend dumm bist oder dich als dumm abgestempelt fühlst. Ich würde auf sowas nicht reagieren. Wenn jemand schreibt, das sind Dummköpfe, seine Meinung. Ich schreibe nur dann hin, wenn ich mich angepisst oder getriggert fühle. Und dann, wenn ich dann zurückschreibe, dann sage ich doch letztendlich nichts anderes. Ja, ich fühle mich als Dummkopf und das möchte ich nicht haben. Und dann sich rauszureden, nee, es geht nicht um mich. Ich setze mich für andere ein. Das ist ja dann wirklich eine dumme Ausrede. Also wenn das so wäre. Also, Bruce Lipton hat ein Video veröffentlicht und der sagt das, was ich aber auch schon lange sage, es sollte nicht nur fürs Schlafzimmer Netzfreischalter geben, um den Strom nachts abzuschalten, weil es einfach schädlich ist, ein WLAN abzuschalten, das haben ja viele noch nicht kapiert, sondern es sollte Netzfreischalter für unsere Gedanken geben. Denn dieser Gedankensmog, gerade diese Angst wird unseren Planeten aus dem System katapultieren oder zerstören. Kein Virus. Dieser Virus im Kopf, diese Angst, getriggert und geschürt von dem Ego, von dem falschen Ich, das dir oder anderen Angst macht, das ist der eigentlich gefährliche Virus im Kopf, das Ego, das dir sagt, da draußen ist was Gefährliches und ich muss jetzt auch noch im Auto allein sitzen mit einer Maske rumfahren. Donnerwetter.
Das heißt also, das ist der Virus und das ist das, was den Planeten in Schwierigkeiten bringt. Wenn du also vom Homo sapiens oder vom Homo stumpacus oder was auch immer, Dumpfbacchus, zum Homo consiscius werden möchtest, dann wach auf. Beleuchte mal deine Unterbelichtung, deine Unterbeleuchtung. Geh offen damit um, geh liebevoll damit um, informier dich und mach das, was eben jetzt Bruce Lipton gesagt hat. Versuche, deine Gedanken zu ändern. Sonst bist du nicht nur Mitläufer, sondern mitverantwortlich für die Katastrophen, die auf uns zukommen. So wie ich mitverantwortlich bin, wenn ich dazu nichts sage und es stillschweigend, wie viele Richter und bisher Anwälte und auch Ärzte hingenommen haben. Gott sei Dank ändert sich jetzt gerade viel, auch die Politik. Wacht mal teilweise auf. Die haben bisher keinen Job gemacht, sondern ja gut, das führt jetzt zu weit. Bin eh nicht der Experte darin. Aber so viel weiß ich schon, dass eine große Koalition immer gefährlich ist. Da möchte sich keiner an Karren fahren. Und dann, wenn dann jemand, wie sagt man, eingreift, heißt es ein Rechter oder ein Linker oder was weiß ich. Ja und? Ist doch egal, auf welcher Seite der steht, ist doch egal, auf welcher Partei, in welcher Partei das ist. Hauptsache, da macht man den Mund auf, dass was passiert und macht mal seinen Job. Ja, also Bruce Lipton sagt, das ist jetzt auch, was ich mache, egal wo du auf der Welt bist, versuche, wenn es geht, morgens um 11 oder auch abends um 11, also 23 Uhr, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Ich mache das meistens eine halbe Stunde, morgens kann ich, da arbeite ich ja. Ich mache es aber auch den ganzen Tag, auch schon bevor er das gesagt hat. Versuche ich immer in Liebe und Respekt, zum Beispiel an die Frau Merkel zu denken, an den Herrn Spahn, an den Herrn Wieler und so weiter, also das vom RKI. Oder auch den Herrn Drosten. Für mich sind es, wenn ich die so als Einzel betrachte, sehe ich immer total liebenswerte Menschen. Echt jetzt? Ich sehe das. Dass es so fragwürdig ist, was ich meine. Okay, gut. Das ist wieder was anderes. Ich versuche dahinter zu schauen. Weil die dienen mir gerade, um mich weiterzubringen. Versuche um 11 Uhr morgens, wenn du es kannst, um 11 Uhr abends, dich für ein paar Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde hinzusetzen oder hinzulegen in eine Art Meditationshaltung. Oh gut, Haltung muss nicht sein, das ist den Hokuspokus brauchen wir nicht. Du kannst dich in Meditationshaltung setzen, du kannst dich aber auch hinsetzen, hinlegen oder auch irgendwo spazieren gehen, wenn du dich dann darauf konzentrieren kannst. Und stell dir einfach eine schöne Welt vor. Eine schöne Welt, so wie du es gerne für dich oder wenn du Kinder hast, für deine Kinder oder für unsere Nachfahren haben möchtest. Ganz sicher kein Polizeistaat mit der Diktatur, wie wir es jetzt gerade haben. Das kann mir nicht vorstellen, dass du es möchtest. Dann kannst du auch nach Nordkorea oder so gehen, da hast du mehr davon, wenn du es brauchst. Das heißt, stell dir vor, wie für dich voller Liebe mit offenem Herzen eine Welt aussieht, mit grünen Pflanzen, mit Tieren, dass der ganze Massentierhaltungsscheiß mal aufhört. Also eben nicht das Vorstellen, dass es aufhört, sondern was Positives, wo wir alle in Frieden miteinander leben. Das ist das, was du aussenden kannst. Das kannst du. Alles andere ist grob fahrlässig. Dann bist du nicht nur Mitläufer, sondern mitverantwortlich, wenn der Planet abstürzt durch deine dunklen, ja, Gedanken, negativen. Also versuche, das kannst du am besten tagsüber immer mal wieder machen, aber versuche um 11, weil es hat mehr Effekt, wenn das zu einer gewissen Zeit gemacht wird, weil dann mehr zusammenkommen, das zu machen. Versuche für ein paar Minuten oder auch ein bisschen länger an eine wirklich schöne, friedliche, saubere, reine Welt zu denken, weil das strahlst du aus. Der Kopf ist kein fadaischer Käfig. Die Gedanken sind zeitgleich überall im Universum. Sofort. Nicht mit einem Delay, wie man denkt. Das ist bei einer Telefonleitung vielleicht so. Oder bei Skype-Schaltung siehst du ja, dass die erstmal zuhören, was der gesagt hat. Bei Gedanken, die sind überall gleichzeitig. Das hat ja die Quantenphysik schon rausgefunden. Denke das für ein paar Minuten morgens um 11 und abends um 11, egal wo du bist. Immer diese Uhrzeit. Warum das so einen Effekt hat, ist ganz klar. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien. Das hat man irgendwo in Amerika gemacht. Hat man festgestellt, es gibt so einen kleinen Bundesstaat oder was, da ist immer von 22 Uhr abends bis 2 Uhr nachts die Verbrechensrate, also mit mehreren Morden und Gewaltdelikten, also schwere Delikte eben, sehr groß um diese Uhrzeit. Da hat man 500 Leute gebeten in so eine Kathedrale, die im Zentrum dieses ganzen Krisenherdes war. Man hat gesagt, wir machen jetzt ein psychologisches Experiment und wir möchten einfach nur, man hat nicht gesagt, warum, 500 Leute bitten, die um diese Uhrzeit von 22 Uhr abends bis 2 Uhr nachts 4 Stunden Zeit haben, um einfach nur da zu sitzen und zu beten. Ohne zu wissen, es war eine Blindstudie, die wussten nicht warum. Und dann hat man nach einer Woche gemessen, in diesen zwei, hat man festgestellt, nach ein paar Tagen, in genau dieser Nacht, in diesen 4 Stunden, ist die Verbrechensrate, weiß ich nicht um wie viel Prozent, ob es um die Hälfte war, ich glaube es war mehr, zurückgegangen.
Jetzt aber nicht, weil die ganzen Verbrecher gebetet haben und keine Drogendelikte oder keine Drogen verticken wollten oder nur in der Kirche vertickt haben oder weil die ganzen Verbrecher in der Kirche waren. Nee, die gehen sicher nicht in die Kirche. Sondern weil diese Energie, ein Gebet grundsätzlich und diese Gemeinschaft durch diese positive Ausstrahlung eines Gebetes so viel positive Energie ausstrahlen, dass das Dunkle, das Böse und das Verbrechen in dieser Zeit keine Macht hat. Hätte man jetzt diese ganzen Verbrecher interviewt, gesagt, so kann ich die mal kurz interviewen, du bist doch so ein Drogenverticker, so ein Drogendealer und du hast doch da irgendwelche Prostituierten am Start und du hast doch neulich wieder jemand erschossen, wolltest gestern jemand erschießen, was war los? Kam da eine wichtige Serie, dass du den nicht kalt gemacht hast, was war los? Der hat gesagt, wie jetzt, was willst du? Jetzt hör mal ganz schnell ab, was willst du von mir? Sag, gestern zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts, wo warst du da? Da war ich zu Hause chillen. Ja, wieso bist du nicht raus? Drogen verticken, irgendjemand umbringen, deine Huren klar machen, abkassieren oder so? Was machst du mich hier blöd? Dann hab halt gepennt. Der würde es nicht wissen. Der würde doch nicht sagen, ja, da war so viel Liebe im Space, dass ich keine Kraft, keine Lust, keine Motivation hatte. Das sagt natürlich keiner. Aber es ist so. Ist erforscht. Also wenn du nicht weiter zu dem Wahnsinn mit beitragen möchtest durch unbewusste Gedanken, dann informier dich. Schau unabhängige Berichte an, wenn es dich interessiert. Wenn du sagst, es ist mir alles völlig egal, was wer sagt, mich stört es auch nicht, dann musst du nichts machen. Ich würde aber trotzdem dir jetzt noch die Idee anbieten, wenn es so wäre, dir ganz klar machen, jeder Mensch leidet. Wer das nicht verstanden hat, okay, der leidet leider schon darunter, dass er es nicht kapiert hat. Weiß es halt vielleicht nicht. Warum leidet jeder Mensch? Also nicht nur ein Geburtstrauma, das ist klar, das ist ja erforscht, sondern jeder Mensch leidet per se, wenn er nicht weiß, warum er hier ist und wer er ist. Also ein normaler Mensch wird Zeit seines Lebens einfach nur überleben. Der steht morgens auf, hat vielleicht richtig viel Spaß, liebt das Leben, hat viel Geld, tolle Familie, einen tollen Job, tolle Freunde, ist ja nicht verkehrt. Der wird aber trotzdem letztendlich nur versuchen zu überleben. Der wird nicht offensichtlich leiden, auch gar nicht leiden. Er wird halt nicht weiterkommen in seinem Leben und er wird halt einfach jeden Tag nur versuchen zu überleben. Sicherlich auf eine sehr schöne, bequeme Art. Warum sage ich, es wird jemand nur überleben, wer nicht weiß, warum er hier ist, warum er eine Seele ist, als spirituelles Wesen hier ist, um einen Seelenplan zu verwirklichen, welcher auch immer das ist, musst du rausfinden. Da gebe ich auch immer Workshops zu. Und ja, egal, gibt es genug andere, die das auch machen, um rauszufinden, warum bist du hier, wer bist du und so weiter. Was ist dein Seelenplan? Wer das also nicht weiß, warum er hier ist, was er für einen Seelenplan verfolgt, ja, der wird jeden Tag nur versuchen zu überleben. Ist einfach immer nur ein Tag leben, also dann überleben. Das ist jetzt nicht schlimm, klingt komisch, ja, aber es ist letztendlich einfach nur, ich habe den Tag gelebt, war total spannend, total voller Spaß. Ja, das kann ja sein. Ist aber immer nur eine Form von Überleben. Wenn ich nicht weiß, warum ich hier bin, was meine Berufung ist, mein Seelenplan, wo ich also praktisch hin möchte, sprich ein bewusstes, selbstbestimmtes Leben, meinen Seelenplan erfüllen, meine Berufung finden, dann habe ich keinen Plan. Dann lebe ich vor mich hin, dümpel vor mich hin, das ist einfach ein Versuch zu überleben. Der kann durchaus sehr spannend, sehr witzig, sehr leicht sein. Nur am Lebensende, wenn du nicht weißt, wer du bist und warum du hier warst, wirst du unbewusst sterben und du wirst wieder inkarnieren und so weiter. Also das kannst du ja forschen, wenn du das noch nie gehört hast. Ist also immer ein Versuch zu überleben. Was ich noch am Schluss, glaube ich, ja, oder was ich auf jeden Fall nicht vergessen möchte, ist, ich habe bei Kurt Tepperwein, den ich sehr mag, mal gehört, unabhängig von der Corona-Krise, schon länger her, als ich das gehört habe, fand ich total spannend. Ich habe jetzt vorhin den Kunstnamen kreiert, ist natürlich Käse, klar, Morbus, ich weiß nicht, ob ich es Morbus genannt habe, aber Morbus ist ja das Wort für Krankheit, Morbus, Dumpfbacchus oder sowas. Nee, ich habe es, glaube ich, in Bezug auf Homo, also Mensch, Dumpfbacchus genannt. Also die Volkskrankheit Nummer 1 für Menschen, und das sagt er, und ich finde es gut, und das hat jetzt mit der Corona-Krise nichts zu tun, das ist bei jedem Menschen so, er nennt es, der Name der Unbewusstheit der Menschen nennt er Morbus Ignorantia Totalis. Totalis, finde ich totales klar. Also Morbus heißt klar Krankheit, Ignorantia, Ignoranz und Totalis, also total, ne? Totale Ignoranz. Ein normaler Mensch ignoriert sein Leben, seine Bedürfnisse, seinen Schmerz, kümmert sich um andere, um von sich abzulenken. Also Morbus Ignorantia Totalis ist ein guter Ausdruck für ignorante Menschen und die leiden. Und das möchte ich dir einfach mit meinen Videos ein bisschen ersparen. Es gibt ja auch Menschen, also was ist, glaube ich, kriege ich ja im Bekanntenkreis mit, wo ich immer da schrecke, wie man so doof sein kann. Und so ein Käse, der hier verzapft wird, teilweise glauben kann. Mir kommen solche Menschen vor,
wie kleine Kinder. Kleine Kinder machen die Augen zu oder halten die Hand vor die Augen, haben mich versteckt und denken vielleicht allen Ernstes, wenn sie die Augen zumachen und andere nicht sehen können, kann man sie nicht sehen. Naja, wenn wir Erwachsene mit Kindern spielen würden, die sowas machen, machen wir natürlich mit. Aber du machst es immer noch mit. Du stehst da, wenn du dazugehörst, sorry, ich meine jetzt nicht jeden, aber die als Mitläufer auch immer, hast die Augen zu und willst nicht sehen, was drumherum um die Mainstream-Medien passiert, dann gehörst du zum kleinen Kind, das die Augen zumacht und allen Ernstes glaub bloß, weil du andere Meinungen von wirklichen Experten oder anderen Experten nicht siehst, sind sie nicht da. Also sorry, auch wenn ich noch so viel Respekt und Demut vor jedem habe, das fällt mir dann schon manchmal schwer, zu glauben, dass es das gibt. Vielleicht, weil es mich daran erinnert, dass ich genauso war. Und, Vorsicht, wenn ich nicht aufpasse, immer noch so bin. Mein Hirn macht auch sowas und ich kriege es halt auch oft wahrscheinlich nicht mit. Und wenn ich es mitkriege, dann bin ich froh, dass ich liebevoll mit mir umgehe. Ich denke, Gott, jetzt hast du so eine große Fresse, erzählst den Leuten, was richtig ist und was machst du gerade für eine Kacke. Denke ich, ja, sei nicht so arrogant, so ignorant, um zu glauben, dass du es hättest besser machen können. Deswegen, wenn ich jemand im Auto fahren sehe, alleine mit einer Maske, ist der erste Gedanke sicherlich sehr interessant. Und zwar vorsichtig zu sagen. Der zweite ist, dass ich meinen Verstand zurückgewinne, weil das ist auch geistig behindert, wenn ich sowas durchgehen lasse. Und dann sehe ich einfach einen ganz normalen, liebenswerten Menschen, der sich natürlich aufgrund der Politik und dieser Falschinformation, dieser Propaganda natürlich, ja, verarschen lässt, ist vielleicht das falsche Wort, beeindrucken lässt, ist, glaube ich, sinnvoller. Denn ich glaube nicht, dass man, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man jemand wirklich absichtlich verarschen möchte, das kann man nicht vorstellen. Aber es ist immer für mich gedacht, deswegen bleibe ich jetzt mal bei mir. Und dann sage ich, okay, ist so, dieser Mensch hat Angst. Also, dann soll er die Maske aufziehen. Warum denn nicht? Mir anzumaßen oder darüber zu lachen, was durchaus ganz kurz aufpoppt, so, das ist mir gegenüber schädlich. Weil ich schade mir mit so einer ignoranten, arroganten, überheblichen Denkweise, so würde ich es dann bei mir bezeichnen, wenn ich das durchgehen lassen würde. Dass hinter dem Ganzen viele Dinge verschleiert werden sollten, ja, habe ich auch schon oft gehört, Abschaffung des Bargelds, verfassungswidrige Impfpflicht, ja, ich meine, erkundige dich, das ist ja offensichtlich. So, also, ich glaube, dann habe ich auch alles. Ich kann sub summarum sagen, mir ist schon lange, außer meiner Frau und meiner Tochter und ein paar wertvolle Freunde, nichts mehr so Wichtiges passiert wie das gerade. Das mir zeigt, wo ich stehe. Es geht immer erstmal nur um mich, wie im Flugzeug, mir die Sauerstoffmaske aufziehen. Denn wenn ich nicht klar bin, nicht daraus lerne, dank dessen, was jetzt passiert, es nicht positiv betrachte, um rauszufinden, was kann ich damit machen, kann ich auch anderen nicht helfen. Aber in erster Linie soll ich mir die Maske aufziehen, mir helfen, gucken, wo habe ich Ängste. Also ich habe gar keinerlei Ängste diesbezüglich, 0,0, mein Körper schon. Denn, habe ich glaube ich schon gesagt vorhin, als die Ausgangssperre angedroht wurde, dann wurde es hier eng. Da wurde mir sofort klar, das macht keinen Sinn. Ist doch schön, zu Hause zu sein. Und ich glaube schon noch, dass ich in meine Praxis fahren darf. Wenn ich arbeite, ich halt über Skype. Ich arbeite mit Menschen auf der ganzen Welt. Meine sowieso per Skype dann oder über Telefon. Also wo ist das Problem? Und wenn nicht, dann sterbe ich doch nicht. Also war mir klar, das kann nicht sein, dass es einen Grund gibt für diese Todesangst. Hier sitzt Todesangst. Immer. Und letztendlich ist es immer Ohnmacht und Hilflosigkeit. Da war mir klar, okay, für mich geschaffen, super. Also gehe ich daran. Also. Falls, ich sage das in meinen Videos immer, falls sich irgendeine Aussage von mir provoziert hat, hoffentlich, dann weißt du, wo du stehst, dass du was zu lernen hast, und zwar bei dir zu bleiben, das zu fühlen. Wenn du es auf mich projizierst, das kann ich ja dann im Kommentar unten lesen, wenn irgendjemand irgendwas da reinschreibt, Quatsch oder so, dann schreib gleich rein. Ich schreibe es rein, weil ich mit mir nichts, also du schreibst es dann rein, du schreibst Michael, völliger Scheiß, was du da reinschreibst, oder so, sehr geil. Dann schreib dann gleich drunter die Wahrheit. Ich möchte nichts mit mir zu tun haben, ich möchte die Verantwortung für meine Gefühle nicht übernehmen, deswegen projiziere ich es jetzt auf dich. Also ich meine, jeder, der sich ein bisschen auskennt, du musst es nicht hinschreiben, jeder, der sich auskennt, weiß, dass es so ist. Das ist man unbewusste Menschen, die einfach nicht bei sich bleiben, nicht sagen können, boah, du Arsch, hast mich richtig provoziert, aber ich bin dir dankbar. Das hat mal neulich irgendjemand geschrieben auf Facebook, fand ich total süß. Da wurde gesagt, du hast mich am Anfang, als ich zuerst mal deine Videos gesehen habe, bist du mir dermaßen auf die Nerven gegangen. Du hast mich ständig getriggert. Aber dank dieses Provokativen des Triggerns bin ich an mich gekommen. Ich bin dir unendlich dankbar. Dann sage ich, also wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich es lassen. Wenn jemand ganz neu zu mir in die Kurse kommt, dann bin ich ganz moderat, also ja, bin ich sowieso immer in den Umständen sprechen, dann sage ich danke, bitte und so.
Später, wenn es fortgeschrittene Schüler sind, sage ich nicht mal Danke und Bitte, sondern halt die Fresse und setz dich hin. Also ich sage es tatsächlich manchmal so, wenn irgendjemand eine Story erzählt, die kein Mensch brauchen kann, dann würde ich sogar, weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, Fresse, aber fällt mir jetzt gerade, muss ich mir mal aufschreiben, halt die Klappe, sage ich in der Regel, und setz dich hin. Dann bin ich nicht mehr freundlich. Dann bin ich da, präsent und helfe den Menschen, ihm klarzumachen, halt deinen Mund, dein Ego labert jetzt nur einen Haufen Mist und geh in dich und geh zu dir, sonst verpasst du was, wenn du jetzt einen Haufen Scheiß hier laberst. Dann bin ich nicht mehr freundlich. Also wahrscheinlich schon noch. Hab's ja auch noch nicht so drauf. Und warum bin ich es nicht oder ich versuche es nicht? Weil wenn ich meine fortgeschrittenen Schüler bedingungslos, also auf einer oberflächlichen Weise tief drin, werden sie es wahrscheinlich tun, mich lieben. Also wenn ein Schüler mich besonders mag oder wenn die mich mögen oder ich sage, ich mache es nur, dass sie mich mögen, dann mache ich was falsch. Dann mache ich was falsch, ganz sicher. Meine Schüler müssen mich nicht lieben. Sie müssen sich lieben lernen und wenn eine Aussage von mir provoziert, dann wissen die ganz klar, dass es ihr Thema ist, ich habe meins noch. Und wenn ich dann sage, jetzt halt einfach mal die Klappe, laber nicht so viel Mist daher, du quatschst dich gerade im Kopf und Kragen, fühl mal, was für ein geniales Wesen du bist und hör auf, so einen Mist zu labern, das passt den Leuten manchmal nicht. Wenn sie es verstehen, gut, wenn nicht, auch recht. Ich muss nicht geliebt werden, sonst würde ich meinen Job verfehlen. Du solltest dich lieben lernen und wenn dich meine Aussagen provozieren, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Es ist nicht so, dass ich das machen möchte unbedingt, aber falls es dich provoziert, dann ist es dein Problem. Gott sei Dank, nimm es ernst, mach es, mach was draus. Und dann ist es gut. Gut, so. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alles drin, was ich sagen wollte und hoffe, dass es dir ein bisschen hilft. Jetzt muss ich überlegen. Stopp, ich hatte ja zwei Titel kurzfristig entdeckt. Wollte zwei Videos draus machen. Das eine war die Verschwörungstheoretiker und die andere die Maskenpflicht. Das ist noch wichtig, weil ich werde ganz oft angerufen, was soll ich machen? Und es gab neulich ein Video von einem Arzt, der gesagt hat, eben Menschen, die sollen das jetzt nicht ausnutzen, aber er hat ein Formular verlinkt für Menschen, die Panikattacken kriegen. Sollen ihn anschreiben, sie kriegen einen Test. 2 Minuten später, 20 Minuten später wurde das Video gelöscht. Ist ja klar. Und das ist dann keine Propaganda, keine Kriegspropaganda. Nicht sehr einseitig von angeblichen, ja gut, es ist ja keine Demokratie mehr im Moment. Also wenn du unter Angst oder Panikattacken leiden sollst, weil du eine Maske aufziehen möchtest, haben ganz viele, dann, ja, es gibt zwei Möglichkeiten, du bleibst halt zu Hause und machst das dann halt nicht. Oder du machst ja klar, dieses Einengen hat natürlich mit dir zu tun. Kein Politiker ist dafür verantwortlich, keine Maske ist dafür verantwortlich, dass du Panikattacken hast. Du musst dir klar machen, wenn dich das einschränkt, sofern es nicht mit den Atemwegen zu tun hat, ist ganz klar, wenn du Atemwegsprobleme hast und sowieso kaum Luft kriegst oder womöglich Sauerstoff nehmen musst, nee, dann kannst du keine Maske aufziehen, dann gehst du ja auch nicht raus. Also das muss schon klar sein. Medizinische Indikationen gibt's und dann muss man sich klar machen, da ist eine Maske macht Sinn, das ist nicht so, dass sie keinen Sinn macht. Wenn jemand krank ist und um andere nicht anzustecken, soll er die aufziehen. Aber wenn ich nicht krank bin, brauche ich keine Maske und ich habe auch keine Angst, wenn jemand erkältet ist, der kann mich von mir das anniesen, ich brauche keine Erkältung, wenn, dann habe ich was zu lernen. Also wenn mein System in Ordnung ist, dann kriege ich das nicht. Und wenn nicht, dann muss ich halt dran arbeiten. Heißt also, wenn du Atemnot hast, und also du bist gesund, wie gesagt, es geht darum, du bist einigermaßen gesund und du magst es nicht, dass du sowas vor der Nase hast und weil es dich einschränkt, weil es die Atmung natürlich auch ein bisschen blockiert oder auch CO2-Überschuss da ist, klar, dann musst du dir aber immer klar machen, diese Panik war vorher schon da. Das heißt, für dich, dir würde ich dann erst recht empfehlen, eine Maske aufzuziehen, aber nicht rauszugehen, weil dann hast du noch zu viel Eindrücke, musst es handeln, ist dir vielleicht peinlich, unangenehm. Nee, dann zu Hause aufziehen und sofort abziehen, wenn es nicht mehr geht, aber immer wieder fühlen. Wie fühlt sich das an, dass ich hier eingeschränkt bin? Hat man dir als Kind den Mund verboten? Vorsicht, was ich jetzt gleich sage, kann kritisch werden. Also falls du dich dabei komisch fühlst, ich warne jetzt. Wenn du dich bei der nächsten Aussage komisch fühlst, lass mal von einem Psychologen drüber gucken. Das heißt, vielleicht sind Menschen vergewaltigt worden, misshandelt, missbraucht worden und man hat ihnen die Hand vor den Mund gemacht, in diesem oder im anderen Leben. Dann ist es klar, dann tauchen schwere, traumatische, vergangene Erfahrungen auf. Dann weißt du, okay, dank dieser Maskenpflicht, das hat immer alles auch was Positives, bin ich jetzt gezwungen, einem schweren Trauma auf die Spur zu gehen. Es ist total durchaus, also es ist leider normal, dass Menschen damit ein Problem haben, aber es ist eben nicht ganz normal. Es zeigt immer, ich fühle mich eingeschränkt, ich habe nicht genügend Luft zum Atmen. Vielleicht hattest du eine extrem liebenswerte Mutter, so eine Übermutter, die dir alles abgenommen hat. Die hat dir auch die Luft zum Atmen genommen.
Und das wird dir die Atemmaske zeigen, dass deine Kindheit zu schön war. Ist ja nicht immer nur schlecht. Zu schön ist auch nicht gut. Zu liebevolle Übermutter, eine Glucke, die kann nicht nur Neurodermitis und sonstige Geschichten, also Abgrenzungsthemen auf der Haut zeigen, sondern eben auch solche Atemprobleme. Also wenn du mit der Maske ein Problem hast und es ist nicht einfach physiologisch, gut, es gibt nichts Physiologisches, wenn davor was Physiologisches war, war es immer davor noch psychologisch oder psychosomatisch. Aber ist es jetzt physiologisch und dann kannst du die Maske nicht aufziehen, das ist klar. Dann solltest du es nicht machen. Wenn du aber sagst, nee, eigentlich bin ich gesund und ich mache Sport, ich kann atmen, aber ich kann mit der Maske, kriege ich Panik, dann hast du ganz einfach ein Problem, weil man die Atmung einschränkt, die Freiheit einschränkt und dann musst du das lösen lassen. Das hat nichts mit der Maske zu tun, dann sei froh, dass es die Maskenpflicht gibt, wenn du es nicht wusstest, weil du da auf ein ganz, ganz wichtiges Thema hingewiesen wirst. Und das Bessere kommt jetzt raus, wie durch eine extrem schwere Krankheit, die dann hochkommt, wenn du es weiter unterdrückst und verschleierst. Also, wenn du ein Problem mit der Maske hast, dann hast du in der Regel kein Problem mit der Maske, sondern weil man dir auch eine Pflicht auferlegt, die du nicht steuern kannst. Das ist das, was bei meinem System nicht so gut ankommt, auch nach wie vor nicht, wo ich dann auch einfach was machen muss und sagen muss, stopp, hier geht es nicht um meine Kindheit, um meine Vorschrift. Ich fühle mich durchaus, oder man könnte sich als Bürger als eingeschränkt fühlen. Wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich das auch. Da ich mich aber grundsätzlich im Kosmos frei fühle, lasse ich mich von sowas nicht einschränken. Und wenn doch, dann nehme ich es zur Kenntnis und sage, okay, die Maske wird mir jetzt was ausmachen, dann mache ich mir klar, ist es die Maske, der Sauerstoff? Oder glaube ich, es ist der mangelnde Sauerstoff, weil ich so schnell atme? Und zwar, ich atme so schnell, weil es mir Stress macht, dass man mir was überstülpt, dass man mir sagt, du musst das nehmen, sonst ist strafbar. Dann hat es nichts mit der Maske zu tun, sondern du atmest automatisch, wenn du Stress hast, immer zu schnell. Du atmest immer, wenn du mit irgendjemand oder irgendwas ein Problem hast, zu schnell. Die Atmung wird flacher und schneller. Du kriegst es halt durch die Maske deutlicher mit, was du sonst hättest auch schon mitkriegen müssen. Wenn du also ein Problem mit der Maske hast, prüf immer, ist es das, dass man es dir oktroyiert, also überstülpt, dass man es dir verordnet und du nichts machen kannst? Und dass du, wenn du rausgehst und es nicht machst, eins auf die Mütze kriegst, also ein hohes Bußgeld? So wie als Kind, wenn du was nicht gemacht hast, hattest du Hausarrest oder Fernsehverbot oder Essensverbot oder was auch immer, da wurde es geschlagen. Das heißt, es erinnert dich dann einfach an die Willkür deiner Eltern, so wie es jetzt auch wieder hier passiert. Und dann fühlst du Hilflosigkeit und Ohnmacht. Also das ist das, was bei meinem Körper, wenn ich drüber nachdenke, auch erstmal ankommt. Ja, aber dann gehe ich da sofort rein und mache mir klar, ich gebe der Politik jetzt nicht so viel Macht, dass ich mich ohnmächtig fühle. Sondern ich bin da eher dankbar, dass ich das Thema weiter bearbeite. Und dann mache ich das und dann gehe ich mit der Maske raus. Geh halt auf den Maskenball. Und gut ist. Und Fasnacht macht man sowas, hat man ja wirklich eine Maske auf. Manche haben ja nur eine kleine, wie sagt man, kleinen Bommel drauf an Fasnacht, so eine rote Nase und die fühlen sich schon maskiert. Klar, wir haben sowieso jeder normale Mensch hat den ganzen Tag eine Maske auf, weil er immer Rollen spielt und die Masken verschwindet. Also wenn du Maskenprobleme hast, Atemprobleme hast, nutze es, fühle es. Schau dir meine Videos zum inneren Kind an, die Büchse der Pandora. Fühle oder melde dich bei uns, wenn du damit nicht klarkommst, dass du an das Thema drankommst. Denn die Maskenpflicht zeigt jetzt einfach, dass du schon immer das Thema hattest und dass du es durchaus lösen darfst. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und denke bitte an, jetzt abschließend noch an, weil du das machen möchtest, an 11 Uhr morgens, 11 Uhr abends, einfach an eine kurze Zeit, und wenn es nur eine Viertelstunde ist oder 5 Minuten, wenn es geht tagsüber, denke positiv, denke daran, als ich das zum ersten Mal, ich mache das schon immer, aber als ich das jetzt so gezielt gehört habe, dass jemand eine Uhrzeit vorschlägt, habe ich gedacht, da halte ich mich dran, weil da machen es alle, dann ist diese Energie stärker. Wenn ich es tagsüber mache, bin es nur ich, vielleicht noch ein paar andere, die es auch machen. Wenn wir es jetzt um 11 machen, hier mitteleuropäischer Zeit um 11, dann andere dort um 11, dann sind es einfach tausende oder Millionen Menschen, die in dieser Zeit richtig schöne positive Energie ausstrahlen und dann können wir was bewegen. Interessant ist, als ich das zum ersten Mal gemacht habe und gedacht habe, es kommen für Bilder, dann habe ich Frau Merkel gesehen, den Herrn Spahn. Ich glaube, das waren nur die beiden. Wobei der Herr Wieler ist mir auch, finde ich auch sehr sympathisch. Also ich persönlich finde, er hat eine tolle Sprache. Super. Auch wieder Professor Drosten hat für mich eine sehr schöne Sprache und er ist für mich sehr sympathisch, wenn ich ihn als Mensch betrachte, was er sagt, okay, da bin ich jetzt nicht d'accord. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, also das kommt immer wieder, ganz viele Menschen stehen da und also Frau Merkel kommt, also die Person, die ich genannt habe, das heißt der Herr Drosten, der Herr Wieler und. Und wir alle nehmen uns in den Arm. Also ich habe das nicht aktiv gedacht. Das kam. Ich habe immer gedacht, naja, wenn ich die Übung mache, bin ich mal gespannt, was kommt.
Also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, dass ich die Nebel entfesseln würde. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Also sie dienen mir ja, sie helfen mir, meine Unbewusstheit klarer zu machen. Aber ich hatte immer diese Bilder, oder ich habe sie immer noch, dass jetzt Frau Merkel, weiß nicht, ob sie sich davor entschuldigt hat, dass plötzlich alle Menschen durch die Straßen, sie läuft durch die Straßen, wir klatschen alle, wir nehmen sie in den Arm und so. Und es fühlt sich so richtig an, so toll. Ich sehe das die ganze Zeit. Und dann frage ich mich, wo kommt es her? Vielleicht ist es Präkognition, also das heißt, ich kann in die Zukunft gucken. Und vielleicht kommt es so weit, dass Frau Merkel den Dreh noch kriegt und die anderen und sagen, okay, wir haben uns ein bisschen verrannt, wir haben es doch nur gut gemeint und geht auf uns zu. Wir gehen dann hoffentlich alle auf sie zu, weil sie uns, alle diese Leute machen uns ein Riesengeschenk gerade, indem sie uns zeigen, wo wir stehen. Und da bin ich davon überzeugt, dann haben wir genau das Homo Consiscius. Bewusste Menschen, die in anderen nicht böse sind, die sagen, du, Frau Merkel, hast uns geholfen, uns wach zu werden, das Mitläufertum, dieses feige Weggucken zu lösen und wir nehmen uns alle in Arm. Also diese Bilder habe ich ständig. Ich finde es phänomenal und es ist so ein tolles Gefühl, das zu fühlen. Das hätte ich wahrscheinlich vor 20, ja vor 30 Jahren schon gar nicht gehabt. Und das hat mit der Energieveränderung zu tun. Wenn man offen ist dafür sowieso, dafür ist es gedacht. Und ich würde mich freuen, es geht dir auch so oder du bist auf dem Weg. Und lass es einfach mal auf dich wirken, was ich jetzt gesagt habe, oder schaust dir nochmal an. Okay, also, schön, dass du, wenn du noch da bist, zugehört hast. Vielleicht konnte ich dir wieder ein bisschen helfen. Freue mich auf jeden Fall darauf, jetzt noch was gemacht zu haben heute und wünsche dir, was ist denn jetzt heute Donnerstag, 18.18 Uhr und so, ich werde es heute noch schneiden, also wahrscheinlich kriegst du es heute Nacht noch mit, wenn ich am 1. Mai, Freitag, der 1. Mai 2020, wird es spätestens eröffnen, wird es online sein und vielleicht kannst du was damit anfangen. Okay, mach's gut, dein Michael.